Da ist doch irgendwie so ein komischen Ski drin. Du bist ja richtig flink. Du hast doch irgendwas drin. Hör auf doch zu labern. Diese Pepper, ganzen spielst du mit? Unterstellungen. Ich spiele weiter meine Waffe hoch. Ach so, okay. Meine Hände sind klitschnass. Wieso? Weil wir dieses Guitar Hero da wieder spielen auf Fortnite, weißt Wo ist denn wieder Marcel? du? Ja, der flirtet mit in DBD mit einem anderen Mädchen. Er streamt. Aha. Er macht Schaufelbagger heute. Na, ich habe letztens das im Auto gehört. Wieso dieses eine Lied, was so lange gehypt hat? Ich habe das so mitgeschrien im Auto. Es tat richtig gut. Ich glaube, ich war sauer, deswegen singe ich immer solche Lieder mit. Das passt nicht. Sie hätten Eminem reinpacken sollen, Mann. Der Taylor Swift, oh, Taylor Swift hätte auch jeder genommen. Komm, gleich haben wir das andere freigeschaltet. Kommt bisschen Panic at the Disco. Ich bin froh, morgen nicht arbeiten. Hast du frei? Ja, aber nur weil ich zum Zahnarzt gehe. Ah ja, wie ist es mit deinen Zähnen? Heute Morgen hatte ich richtig Schmerzen drin. Also jetzt kein Schmerz, wo du so spürst oder so, wie jemand anderen drauf drücken würde. So ein Druck? Ja. Okay, ja, vielleicht, du hast eine Entzündung vielleicht drin. Ja, das sowieso, die ist noch immer drin. Ja, dann ist es das, was drückt. Wie so ein Abszess, den du aufdrücken musst und dann kommt das raus und dann bist du so. Das ist ekelhaft. Ja, du, meine Mom guckt immer so Tierdokus und die redet mir immer jeden Tag von einem anderen Abszess. An einem Pferdshintern, an einem Hund, an einer Katze, an einer Kuh. Naja, meine Sekretärin war auch so drauf. Die hat immer mich ganz abgetastet und. Ah, da ist ein Pickel, darf ich den ausdrücken? Sag ich, nee, Oh lass mein mich in Ruhe. Gott! Ich finde das geil, ra die rauszudrücken. Sag ich, ist mir scheißegal, fass mich nicht an. Deine Sekre. Also, okay, wenn ich das jetzt bei meinem Freund machen würde, okay. Aber beim. Nee, aber das ist wie ein Arbeitskollege, vergiss es. Aber Und ich habe da ich. auch ein Faible dafür. Ja, und ich bin ihr Chef gewesen, also sollte sie das sein lassen. Ich bin aber auch so. Ja, die hatte. Und die hat mir dann auch immer Bilder geschickt, wenn sie sich bei ihr sich was rausgedrückt hat. Sag ich, das brauche ich nicht. Grenze und so? Die gab es nicht bei uns. Ich hatte eine Ex-Partnerin, die hat das auch gern und die hat so gesagt, war so ein kleiner Mini-Pickel, da sagt, boah, ich kann das nicht sehen. Kann ich das ausdrücken? Sag ich, lass deine Griffel bei dir, ich schwör's dir. Ich bin genauso. Dann hat die mich irgendwann mal so zu packen gekriegt, so, ja, wollte mich ranziehen für einen Knutscher und bupp, drückt die mir das Ding einfach volle Lotte mit voller Granate aus. Ich hab gesagt, ja, und da soll man noch lieb bleiben, du. Einfach draufsetzen, ich hab gelernt, das funktioniert. Einfach draufsetzen. Du Lappen, steht der mit Pumpe da. Bam! Aussahen kann 100%. Guck dir das an.
Oh, 97, fick dich doch ins Knie. Da sind keine 100. Ich hab mein Herz weh. Wie viele Red Bulls habe ich heute getrunken? Zwei. Okay, das erklärt alles. Da kannst du noch eine Trick. Nein, ich hab echt mein Herz weh. Ich hab eine Nalu getrunken vorhin. Nennen wir das ein Energy? Ja. Auch wenn das nur Traubenzucker ist. Ich war auch echt gepennt den ganzen Tag. Kevin, weißt du, wie oft ich diese Musik höre? Genauso wie Bad Romance. Das hier ist so mein Spotify innerhalb vom ganzen Jahr. Arbeitest du Samstag, Beppo? Ja. Okay. Ich gehe nämlich die Geschenke Samstag normalerweise abschicken. Und dann komme ich eventuell zu dir auf Arbeit. Okay. Kevin arbeitet und... Also meine beste Freundin kommt mit. Kevin arbeitet. Wie Sonntag auch. Wie hast du denn was auf dein Auge gemacht? Na. Ja, der macht das mit dem Kamillentee, was du mir da gesagt hast. Was spielt denn? Wie ist es mit den Zähnen? Ja, frag lieber nicht. Ich hab bei dem System voll geblutet. Also, bei einer Stelle. Hab sofort wieder die Zähne geputzt und so. Wann genau gehst du zurück oder wartest du noch auf den Rückruf wegen der Krankenkasse? Okay, ja, vor Weihnachten kannst knicken. Ja, ja. Die Leute sind jetzt schon, bei uns ist jetzt so gut wie jeder im Urlaub, ne? Das heißt, die nächsten 3 Wochen werden Krieg pur. Alter, die haben die PlayStation 1 Remake gemacht, Alter, im PS1 Look, Alter. Das ist ja richtig. Ja, und wie viel kostet die wieder? Da steht kein Preis, aber das ist die schönste PlayStation, die es gibt. Was? Der Controller ist einfach geil, ich krieg Gänsehaut. Ich hab die noch bei meinen Eltern, ich muss die mal snacken gehen. Also das ist schon eine PS5, ja, aber im PS1-Look. Dann schick mal, das ist geil. Oder mach dein Ding an, damit ich gucken kann. Habe ich auf der App. Hab doch den Anruf. 100% Dani! 100%! Geil, sehr gut. Auf Experte. Au. Entschuldigung. Wenn ihr mich sehen würdet. Geht's immer gut, ne? Wenn ihr mich sehen würdet, also. Nein, der Controller, Mann. Au. Ah, das sieht echt hübsch aus. Sieht echt hübsch. Ist ein Jubiläumsjahr. Bibi, das ist ein Einzelstück. Das steht doch drüber. Das ist ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Das ist extra angefertigt worden. Das ist ein PlayStation 1 Look. Haben wir eine PlayStation 1? Die steht nicht hier, ne? Ich habe aber eine.
Ich glaube, ich muss bei meinen Eltern auch noch die Nintendo 64 wegsnacken. Kann das auch über die Capture Card laufen? Ja. Aber du brauchst eine andere Capture Card. Oh. Pokémon Stadion. Braucht nicht. Die kann einfach einen Adapter kaufen. Also ein HDMI Splitter. Also. Ja, aber das ist nicht ideal. Du hast einfach das Upscaling ist nicht gerade ideal bei diesen Geräten. Was für eine Capture Card ist es denn bitte? Du brauchst kann mir das jemand sagen? Eigentlich brauchst du eine Capture Karte, die Analogsignale lesen kann und kodieren kann. Neu kodieren. Wie viel kostet mich das? Die hast du so um die 80, 90 darum. Beppe, wenn ich eine Capture-Card in meinen PC einbauen will, ja, würdest du das machen? Das würde Kevin sogar hinbekommen. Ja, nee, ich lass den Bohr nicht an meinen PC ran. Ja, das kriege ich hin. Aber du hast den hinterm Bildschirm versteckt, den muss man schön sehen. Beppo, ich habe absolut keinen Platz an diesem Tisch hier. Nimm Kevins aber Tisch. Ich glaube, er wollte ihn ganz hinter den PC stellen. Ich war so, ne? Was? Ich habe nicht so viel Geld bezahlt, damit die Scheiße jetzt so steht. Und dann haben wir uns bekriegt hier. Ich habe gekämpft, aber jetzt steht er gut. Ich sehe ihn. Reicht mir. Du musst deinen Tisch vergrößern. Ja, ich muss meine Wohnung vergrößern. Abibi! Ja, was? Eine andere Sache. Wenn du mir was kaufen willst für Weihnachten, ich möchte Kerzen haben. Ich habe keine Kerzen mehr. Sie hat sie ihrer Oma geschenkt. Nee, ich habe echt viele Kerzen weggeschmissen, weil die leer waren. Ja, dann tu mir bitte einen Gefallen. Alles, was du haben willst von Weihnachten, mach's bitte in der Wichtigste. Neues Auto, alles, neues alles. Haus. Ich mach eine Kerze da rein. Eine. Mach einfach rein, alles. Alter, was geht mit dieser Fotze hier ab? Was ist denn jetzt los? Das ist richtig ekelhaft, Alter. Die zeigt eiskalt Füße in dem Livestream, Alter, und dann. Und die Leute bezahlen dafür. Ja. Oh Gott. What the fuck, und die verlangt Geld dafür? Geld bei euch, Chat. Tja. Ekelhaft, ich schwöre dir, Walla, das ist richtig ekelhaft. Walla. Also, ich sage mal so: Es ist nicht die Frau, wo ekelhaft ist, es sind die Männer, weil die Männer zahlen ja dafür. Bitte, und das noch mit einem Latex-Anzug. Du musst mich verarschen, Alter, dass sowas nicht erlaubt. Aber wenn Monte eine Wix-Bewegung macht, wird er gesperrt für den Tag. Ja, kann man machen, ne? Ich hab meine Füße auch schon gezeigt, aber nicht mit. Also, ich hab. Das war ein Scherz. Aha. Ich wollte Skyro für deinen OnlyClothes-Account machen. Dani, du bist sowieso besessen von meinen Füßen. Ja, natürlich. Ich bin voll besessen von deinen Füßen. Du meine schönen Füßchen. Du fängst doch an, weil ich hab schöne Füßchen. Du möchtest meine schönen Füßchen haben. Gibt's komm, lass mal gut sein. Ich werde Füßchen für dich behalten. Deine Käsemauken, ey. Glaubst du, ich hab hübsche Füßchen. Kann sich selber drum kümmern. Oh mein Gott! Ja. Was halber! Bis zum was halber! Weißt du was? Weißt du was? Salva kommt auch viel näher an meine Füßchen als du. Ja, ist okay. Alter, die weiß ja echt die Füße. Obviously. Die hat aber auch nicht viel an, Bibi, ja? Tja. Solange die wichtigen Zonen abgedeckt sind, kann man ihr nichts vorwerfen. Wie viel wetten wir, dass sie einen OnlyFans oder einen OnlyToes-Account haben? So, allein ihr Streamtitel, Alter. Wer muss bezahlen? Böse Jungs. Chatten. Das sagt schon alles. Das, was sie da anhat, sieht. Also, es ist jeden das seine, der Latex anziehen, ne?
fühle ich gar nicht. Es sieht aber aus, als hätte sie eine Puppe als Tutbabo. Wie sagt man das? Mülltüte. Eine Mülltüte an. Ja, aber vielleicht findet sie sich ja hübsch da drin. Das muss man respektieren. Ja, immer wenn ich sage, dass ich sowas nicht hübsch finde, sagen die Leute zu mir, das sagst du nur, weil du selbst nicht reinpasst. Nee, ich gönne jedem seine Figur. So, schau mal, was die Dinge hat drin, hat, ey. In ihrer Wunschliste. Ich hatte auch einen OnlyFans-Account, tut sicher. Dann hat sie doch einen ukrainischen Akzent oder sowas. Ja, nein, die ist, ich weiß, ist die Ding. Was für ein Tier? Polnisch, Russisch, irgend sowas? Ne, Latina ist die. Spanierin, Portugiesin, so in der Richtung. Echt? Ja, lauf Spanisch. Ja, wenn meine Eltern mich jemals so im Internet sehen würden, ich würde so eine Schelle kriegen. Ich glaube, die ist noch nicht Wahnsinn. Schämst du dich nicht? Alter, die möchte einfach ein Kindle haben. Wenn ich ein Kindle brauche, kauft ihr mir dann auch ein Kindle? Kevin. Guck, was sie drauf hat. Ein Latexanzug von Catwoman. Aber guck, sie hat dieselben Kerzen wie ich. Hm? Ich hab gesagt, Salva soll mir eine Kerze kaufen. Ich weiß nur von der Kerze. Ich will keinen Latexanzug. Es ist, weil ich fett bin. Was ist denn so? Ich bin lieber klein und fett als sowas. Wo ist denn Brust? Beppo, er kauft dir einen Latexanzug. Mhm. Nein, schwarz auf schwarz passt nicht. Ich gebe dir 100 Euro, wenn du dich im Latexanzug vor die Cam setzt. Im Stream. 100 Euro, Beppo. 100 Euro. Ich würde dir 1000 geben, aber der PC wäre teuer. Dann sieht man gar nicht, man. Schwarz ist schwarz. Nein, einen weißen. Killmäßig. Wieso weißt du, dass es Weiße gibt? Ein gelben. Ja, Minion. Minion-Style. Ja. Ein Minion-Latex-Anzug. Sag Marcel, er soll sie klären. Ja. Na, die schlapp. Er soll Pokéball werfen. Ja, sag ihm, wirf Pokéball. Nee, er ist wie Michi, er ist so dumm, das zu verstehen. Oh, Kevin, er versteht das. Nein. Oh, Marcel. Was macht Marcel schon wieder? Ich schreib jetzt, ich rieche einen Flirt. Nee, schreib ihm, gehst du wieder fremd? Marcel, kannst du uns dieser Liebe antun? Musst du schreiben. Hör auf, werde Marcel! Ah, da ist noch ein Typ mit drin! Aha, er hat Konkurrent.
Ja, muss halt sowas runterschreiben wie, ne? Schatz, jetzt mach den Stream aus, ich möchte gern weitermachen mit dir. Irgendwie sowas. Ja. Dann bringst du ihn richtig schön in Verlegenheit. Alter, der Kevin, der übertreibt da wirklich. Kevin ist auch. Jen, sie heißt Jen. Jenny. Ich schreib dahin. Ich fühle mich verlassen von dir, Marcel. Ja, sehr gut. Marcel, unsere Liebe. Nein, komm, oh mein Gott. Er kommt immer schlussendlich zu uns zurück. Sind wir in dir nicht mehr gut genug? Salva hat uns auch verlassen. Ja. Ist ein Wunder, dass er hier ist. Wir sind ihm nicht mehr gut genug. So ist das jetzt, Bibi. Magst du uns nicht mehr? Du spielst ja alle Fortnite und Spiele. Beppo spielt gerade Call of Duty. Ja, aber wenn möchte man mit ihm zusammenspielen, dann möchte er nicht schwitzen. Ja, weil du bist too much. Du bist zu gut. Du bist zu gut. Ja, tut mir leid. Ich hab's mir ja nicht ausgesucht. Du bist zu gut. Du musst mit uns Fortnite spielen. Nee. Gut, komm, wir machen einen Deal, Bibi, okay? Nein, kein Deal. Guck, wir spielen ja auch immer Fortnite und dann Call of Duty. Nein. Guck ihn dir an. Phil hat ja auch mitgespielt. Fortnite und ja, dann Call of Duty. Ja, nee, der Philipp ist eine ganz, ganz andere Liga. Ich möchte mich von ihm ja distanzieren. Das wäre mir zu viel, Mann. Ich mag Phil. Ja, ist in Ordnung. Die Lieder werden langweilig nach einer Zeit. Was bist du denn? Kevin spielt Fortnite Lego. Kevin spielt mit mir. Ah. Kevin ist die ganze Zeit mit mir drin. Wieso singt der nicht? Ja, wenn du sollst singen. Entschuldigung. Ich versuche überall hier Best Bitch zu werden. Kevin ist an dir. Oh mein Gott, guck, wie schwer das ist. YOLO. Die sind hier alle voll schwer. Was? Oh. Mach ich Gesang? Bist du bereit? Ah, guck mal, die Frau von also die Frau, mit der Marcel spielt gerade, die ja. Frau heißt Jenny und der andere Typ heißt Kevin. Noch ein Kevin. Ach du meine Fresse. Einer reicht. Und die ist vergeben. Das ist kein Hindernis, das kann man wegmachen. Aha, das hast du jetzt aber nicht gesagt, ne? Kind. Ich hab das ganz klar gesagt. Mein Bruder sagt immer, das ist ein Hindernis, mehr nicht. Mhm. Kann man wegmachen, kann man überwinden oder umgehen. Mhm. Sag's mir. Mein Bruder ist nämlich der König im Umgehen. Einfach Ring in die Tasche. Ja. Er sagt immer, wenn du dich richtig anlegst, geht das. Mhm. Guck, du musst auch bedenken, Dani, guck, du musst auch bedenken. Nein. Wenn alles in Ordnung wäre, würdest du dich dann anderwärts umsehen? Boah. Das ist eine schwere Frage. Ja. Das heißt, er sucht eigentlich nur die Schwachstelle, nennen wir es mal so. Du kannst sagen, was du willst, Kevin. Du hast genau dasselbe gemacht. Kevin hat damals auch die Schwachstelle gesucht. Bei dir? Ja. Als ob. Weil ich war mit meinem Ex-Freund damals noch zusammen.
Und dann kam Kevin. Okay. Ich mag Fortnite. Und dann hat Kevin die Schwachstelle gesucht. Und du hast nachgegeben. Nach... Ja, guck. Das war jetzt, ja auch... Guck jetzt. Das war... Jetzt nee. Kevin und ich hatten nix am Laufen. Eher Dingens, Jeff. Und ich getrennt war. Ah, scheiße. Was ist das für ein ehrenloser Bastard mit der Pumpe? Ich spiele aber nicht, Beppo. Ja, aber Dani, wenn du das überlegst, dann siehst du es anders. Er ist angepisst? Mhm. Warum? Ich habe doch nur geschrieben, noch ein Kevin. Sein Gesicht ausguckt. Ist doch alles. Ist was passiert? Nein, alles. Ich freue mich. Wenn der Blick, der sagt mehr als 1000 Worte. Er hat so eine Wut innerlich. Naja, call me river. Oh, schau, der blickt nichts mehr durch. Schau, jetzt redet er mit dir. Ich bin noch da. Die Kimi ist wieder nicht im Stream und schreibt mir nicht. Was hat er gesagt? Wird sowas sein. Ich habe ihn nicht gehört, wegen, weil ihr gelabert habt. Und genau. Fragezeichen mal. Ich bin voll in einem Match. Also. Ja, wenn er jetzt angepisst ist, spucke ich ihm ins Gesicht. Weil das, was er damals abgezogen hat mit Salva und mir im Stream. Das war auch nicht in Ordnung. Er macht doch gar nichts. Nee, wenn ich jetzt eine Nachricht bekomme, privat. Ich kann einem genauso in die Suppe spucken wie jemand mir. Kann jemand Marcel schreiben, dass ich nicht mitbekomme, was er gesagt hat, weil ich gerade am Spielen bin? Oh, Jenja-Tisch. Hallo Tim, schön dich kennenzulernen. Ja, ich bin Inventar in dem Stream. Ich würde schon sagen, ich bin sozusagen schon die beste Freundin von Marcel. Hi! Ich bin fucking Inventar. Geh einfach so rein. Hey, was machst du hier? Das ist mein Marcel. Fass ihn nicht an. Bruder, mein Marcel. Ja, weil du so langweilig bist, dass wir nur im Lurk sind. Mobbeck ihn nicht.
die Spawn-Trappen hier, das ist nicht mehr schön. Mann, du Pumpenwichser, verpiss dich. Bei mir hat letztens wieder jemand im Chat gesagt, also im Call of Duty, ich würde mich anhören wie eine Hure. Da dachte ich mir so, Alter, wie hört sich eine Hure an? Die Leute sind so schlimm. Immer Männer mit ihrem Stolz bei Call of Duty. Was Ding, man. Hey Kevin. Ist Kevin ihr Freund? Aha, Kevin, was hast du zu sagen? Will jemand eine Wette abschließen? Bei was? Ich sag, in 6 Monaten haben wir das, haben die beiden was am Laufen. Das dauert keine 6 Monate, hab ich gesagt. Da! Dank einer, der meine Intuition anscheinend versteht. Glaub's mir, als nächstes kommt das. So, jetzt hab ich voll abgefuckt beim Lied. Subaru, du sollst mich schützen und nicht den Gegner reinlaufen lassen. Kannst du antworten, weibliche Intuition? Kann das irgendjemand von euch antworten? Ich misch mich da nicht ein. Sag, Kim sagt. Und schon schreibt Kim drunter, das habe ich nicht gesagt. Salva hat gesagt, ich schreibe jetzt, Salva hat gesagt das. Nein, misch mich da nicht an, bitte. Ich schreib dahin meine Hexenkräfte. Ich habe gar nichts gemacht. Sei froh, wenn du meine Hexenkräfte hast, weil bei GTA im Casino. Bist du froh, wenn du mich erst hast bei Roulette? Oh mein Gott. Ich schreibe ihm, mein Spiel ist interessanter als du, deswegen ist es lauter. Sei nicht so böse. Ja, ehrlich, sei nicht so ein toxisches Mistbiest. So ein Lust mit dir. Was willst du jetzt aus der Ecke? Wow, nur weil du merkst, dass ich ein bisschen mehr Kontra gebe, komm mir ja nicht so quer von der Seite. Ich komm dir von vorne, ich komm dir nicht von der Seite. Pass mal auf, dass ich dich Gartenzwerg nicht irgendwo am Kleiderhaken abgebe. Kleiner widerspenstiger Giftzweig, weiß du. Ich hau dich weg. Pass mal auf, dass ich dich nicht in deinem komischen Schlafi-Anzug mal komplett einpacke. Nix gegen mein Faultiere-Decke, bitte. Ja, also, Entschuldigung. Faultier-Anzug, ey. Ja. Ist nicht frech?
Nur weil du ein paar Mal 100% gepackt hast. Du musst jetzt hier nicht die riesige Fresse raus. Versuch das mal, versuch du das mal. Brauche ich gar nicht versuchen. Du brauchst gar nicht Oberwasser jetzt kriegen, nur weil du ein paar Mal 100% geschafft hast. Dafür hast du es oft genug davor verkackt. Ah, aber nicht. Guck mal, wie jetzt? Mit Sessia verkackst du es gleich hier auch wieder. Auf, ich hab schon. Übermut hast, bist ich hab sicher? Schon. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Guck, ich hab schon. Wie viel wann kommen wir in ein neues Lied eigentlich? Oh, ich nehme gerade das. Wie alt ist es denn diese Frau? Oder klingt sie auch halt so wie ich, einfach jünger am... Sie ist auch eine Streamerin. Ach so, okay. Weil sie klingt halt so wie ich, jünger als sie eigentlich ist, glaube ich. Sie ist 12. Ja, ich klinge auch wie 12. Deswegen sag ich ja, sie klingt. Vielleicht ist sie so alt wie wir halt. Ich bin nicht 12. Ja, Rentner. Ich bin die Jüngste, ne? Ja. Ich glaube schon, oder? Ja. Daniel, wie alt bist du? Frag mich dann nicht. Ich denke nicht, dass du der Älteste bist. Nein. Ich glaube, das ist Beppo. Yeah. Beppo ist Rekordhalter. Beppo mit seinen 50. Noch nicht. Mach den Mann nicht älter. Hm? Nee, Beppo, ohne Scheiß, wie alt bist du? 33. Nee, 32, was sprich. Oh, bist du ja gar nicht so alt, Mann. Ich kriege in 2 Monate kriege ich 33. Es halber ist 30, Kevin ist 31, Marcel ist 32? Ist Marcel nicht älter? Oh. Ist Marcel älter als du? Ich glaube, Marcel ist älter als ich. Oder? Jana ist jünger als ich. Ich glaube, 4 Monate oder so. Naja, Marcel sieht älter aus, weil er Vater ist. Er ist Daddy. Das kostet Lebensjahre. Oh, du hast Upgrade Deluxe, du hast Upgrade übertroffen, finde ich gut. Dann bin ich tatsächlich doch der Älteste hier. Wie alt bist du denn? 33. Ha! 33? Ja. Ich habe 38 am Anfang stand so. Ach, das hättest du wohl gern. 38. Aber Nello. Ist Nello nicht schon 40? Was? Nello ist alle älter. Alle drumherum älter, ne, irgendwie. Nein, Nello ist echt älter. Ich überlege. Alfons ist jünger als ich. Phil ist, glaube ich, so alt wie ich. Oh, pass mal auf, wenn du dann deine 30 erreicht hast. Oh, auf. Und die hat sie schon seit 6 Jahren. Ihr kriegt jetzt meine 29. Ja, pass auf, dann näherst du dich so ein bisschen deiner Midlife-Crisis. Alles gut. Mal schauen, ob du dann immer noch so solche Sprüche reißt. Zuerst kommt die 29 jetzt in einem Monat. Ja, komm, das macht's ja nicht. Ja, und das drückst du nächstes Jahr weg, ja, alles gut. Nein, nein, es wird schon aufgerundet. Wird richtig schon aufgerundet. Nach 25 rundet man auf. Ja, ganz ehrlich, ne, gerade so zwischen 9. Der Wechsel zwischen 29 auf 30 ist schon echt krass, siehst du das mal? Ja. Wow. Ja, der haut alles rein, ne? Also, wenn du da nicht mit Anti-Aging dagegen wächst, ne? Also. Laberst du? Ah, ja, da fangen die Botox-Zeiten an. Oh.
Das ist los. Ich hab halt Glück. Schon mal Geld weg. Ich hab so ein kindliches Gesicht. Ich hab Glück. Das. Ja. Du, ganz ehrlich, ne? Lass. Geh mal, wenn du 30 bist, dann sieht das aus, als hätte man dein Gesicht einen Keksteig, heißen Keksteig getrunken. Hör auf, das zu sagen. Hör auf, das zu sagen. So. Glaub mir, wenn du lange im Schwimmbad bist und die Haut sich zurückzieht, so wird es von selbst. Wenn dann der Rücken knackst, ey, als wärst du 60. Der knackst jetzt schon. Ja, siehst du? Das sind die ersten Anzeichen für Midlife Crisis. Aber am wichtigsten ist immer noch das Gesicht, wie gesagt. Dann aus, als hättest du das Gesicht einen heißen Keksteig getrunken. Alles gut. Das ist ein Unterschied halt, ne? Also mach mal vorher-nachher-Bild. Das heißt, du mit 29 mach noch ein Bild und dann mit 30 bist du, dann blickst du zurück und sagst, ach du Scheiße, was bin ich alt geworden? Ich bin nicht alt. Mit 30 schon. Ich bin knuffig. Ja, denkst du. Wenn du manchmal so toxisch wirst, dann bist du eher wie so ein kleiner Giftzwerg. Ich bin knuffig. Ja, bist du was. Salva. Ja. Sag ihm, dass ich knuffig bin. Ja, und guck sein Latex-Stream. Er macht's richtig. Er hat gar nicht zugehört. Natürlich hab ich zugehört. Findest du nicht, dass ich nicht... Kevin, sie finden nicht, dass ich knuffig bin. Ja, guck, Kevin sagt, ich bin knuffig. Der sagt nur... Der hat ja auch so einen Hausdrachen daneben sitzen. Da werde ich auch zweimal auf Bei dir hat das Machtverhältnis wie bei Putin. Wenn du da dann die falsche Meinung hast, bist du auch weg vom Fenster. Slabberst du, Salva weiß ich schon zu wehren. Dann komm doch rein in Discord. Ja, Kevin. Du bist es doch. Salva weiß halt, welche Diskussion er führen will und welche Diskussion er gekonnt ignoriert. Ja, ganz ehrlich, man muss nur wissen, wie man gegen dich andiskutiert und fertig. Vielleicht sollte Salva und ich uns einfach mal unter vier Augen unterhalten über das Thema. Ein bisschen schulen in der Richtung. Grundschulung in Sachen, wie bestehe ich gegen meinen Hausdrachen. Über was möchtest du dich unterhalten? Wie man gegen einen Hausdrachen besteht, in Sachen Diskussion. Sie behauptet... Ich bin doch kein Hausdrachen. Also Salva würde das nie von mir behaupten. Nicht öffentlich. Hausdrachen? Hab ich auch noch nie gehört. Es ist auch kein gutes Wort, also... Ist ein liebes Wort. Lösch es wieder aus deinem Köpfchen. Du kannst auch Tabaluga. So kommt das ungefähr. Tabaluga kenne ich. Ja, Hausdrache ist, wenn man... Kevin, nimmst du bitte ein Lied noch, oder was machst du da? Bitte, was wolltest du sagen, Kevin? Nee, ich kann nicht. Du musst zwei wählen und ich zwei. Jetzt habe ich den Faden. Ach, Kevin. Ja, was wolltest du denn jetzt schon wieder sagen? Ah, immer Kevin! Bruder. Ich hab's vergessen. Aha. Dann erklär Salva, was ein Hausdrachen ist. Was ich? Nee, das kannst du machen. Du wolltest es doch erklären. Nein, ich kann das nicht. Erklär. Salva, es ist kein positives Wort. Sag doch sowas nicht. Es ist so. Ist das so? Wenn ein Mann sagt, der Hausdrache zu Hause, ist es kein positives Wort. Hm. Kevin, du hast das Schwerste genommen, was da ist. Ja. Ja, ich sag's dir nur. Du hast sogar schwerer genommen als ich. Kennst du die Lieder von denen? Alles gut. Ich kenne das Lied halt auswendig. Du müsstest ja ohne Probleme 100% hinkriegen, ne? Nee, das glaube ich nicht. Ich kann es auswendig mitsingen, aber... Das ist meine Musik. Guck, jetzt habe ich schon verkackt. Ja, wie
Oh Mann. Das ist meine Musik halt. Wenn Musik ist, müsstest du auch abliefern können, oder? Nach Quatsch. Du weißt schon, dass ich dich mit Hausdrachen nur aufgezogen habe. Ne? Ich weiß ja, dass du sofort reagierst. Nein, das ist ja so ein Mensch. Nee, das ist kein schöner Ausdruck. Besser wäre so mein Ork von Mordor. Ja, oder Oh mein Gott, das ist mein Gollum zu Hause. Das würde ich nicht. Ich mein Gollum zu Hause. Kannst du mir was über deine Freundin erzählen? Naja, kennst du Herr der Ringe? Ja. So, ich kennst du diese Kreaturen, die Katapulte nach Gondor geschoben hat? Weißt du Bescheid? Ja. Also wenn jemand von uns ein Gollum ist, ist es Beppo, weil das ist so ein Geier, der alles klaut, was er findet. Für den ist alles sein Schatz, Mann. Er sucht das nee, auf der ganzen Welt. Die Kim ist eher Gollum, weil sie nennt ja Solfash, mein Schatz. Nein, der sucht das Mann überall. Nur, dass er nicht eins findet, er findet mehrere jeden Tag. Beppo, jetzt müsste kommen, nur weil ich schwarzer bin oder so. Ja. Nein, Beppos erste Worte in Fortnite sind immer Loot, mein Loot. Wie die Möwen von Findet Nemo. Egal, was. Meins. Meins. So, light him up, 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 light him up, up, up. Scheiße, Mann. Ah, und was sind das hier? Wie Gammler. Ich hab dir doch gesagt, das Lied ist ultra schwer, Kev. Ja. Kennst du keins von ihren Liedern? 98%. Och, Kevin. Hm? Hast du da ein bisschen, ne? Nicht so, Tim. Bisschen de Fussi verloren. Ach Gott, ich hab Mittel die ganze Zeit. Das ist okay. Ich finde das komisch, dass das Captain America da steht. Also Falcon. Finde ich komisch. Ich kann das Lied nicht mehr hören, ne? Ich hoffe, er hört euch das nicht mit Ton an. Nö. Weil dann hört ihr euch, dann müsst ihr diese Lieder jetzt schon zum 20. Mal hören. Wo ist das Lied Performance von so das Kind von Weekend to us? Ich würde halt echt gern so eine Gitarre von Guitar Hero haben, ne? Und damit, weil du kannst damit auch spielen. Ernsthaft? Ja, ein Streamer spielt so das Spiel. Ich finde das super. Ich würde das so gerne machen. Aber ich habe keine. Ich habe eine. Aber ich weiß, wo ich eine billig herbekomme. Das funktioniert aber nicht auf der Playstation, das funktioniert aber nur auf dem PC. Ich habe ja auch den Fortnite im PC. Ja. Dann nerven die anderen mich nicht mehr, dass ich meinen PC endlich nutzen soll. Wie? Du benutzt den auch immer nicht. Ich spiele immer noch auf der Playstation. Der Playstation kannst du eigentlich in dem Sinne eigentlich verkaufen. Nein, wird nicht passieren, nicht im Leben. Das haben schon ein paar Leute gesagt, aber nee. Es gibt Spiele, die kann man nicht auf der PC spielen. Aber PC bist du immer am besten ausgestattet. Ich hätte auch gerne einen, aber. Weißt du, was gestern war, Bibi? Was? Marcel und ich haben ein bisschen geredet über den PC.
Und plötzlich fragt er so von der Ecke so: Ja, wo ist denn dein alter PC? Hast du den weggeschmissen? Ach so, nee, der steht hier neben mir, weil ich schmeiß den nicht weg. Ach so, also wenn du ihn nicht mehr haben willst, ich nehme ihn gerne. Ja, lol. So, boah, erstens schon mal, das verschenke ich dir nicht. Wie ein Geier. Ich würde ihn nehmen, nicht mal so, ich würde ihn dir abkaufen. Ich würde ihn nehmen. Wenn man den verkauft, dann nimmt er den 100%, aber der möchte ihn umsonst. Ja, vergiss es, Baby, vergiss es. Soll er mir 1000 Euro geben? Das ist er auch gerade. Ja, abgesehen davon würde ich den ohne Datenträger verkaufen, ne? Also, ja, nee. Mal. Momentan steht er halt hier, weil ich muss gucken, ob ich wirklich alles rübergenommen habe. Das fällt mir halt auf jetzt während dem. Ich glaube, ich habe nämlich einige Dateien von meinen Büchern auf dem anderen gelassen. Die muss ich noch rüberholen. Weißt du, wenn du bedenkst, wenn ich ihm den geben würde, müsste ich ja halt auch noch den Versand und alles bezahlen. Ich werde ja nur Verlust machen. Weil er würde nicht den Versand bezahlen. Könnt ihr knicken. Dann muss er vorbeikommen. Ja, von Hamburg, klar. Machst du eBay Kleinanzeige? Ich glaube schon, dass wir den Versand übernehmen wollen. Ich glaube, wenn ich ihm sagen würde, ich verschicke den nicht, wird er sogar noch hierher gefahren bekommen. Ich nenne Beppo zwar Gollum, aber wenn man so guckt, Dingens ist noch schlimmer. Oh mein Gott, ich will das Schwerste spielen. Was ist das Schwerste? Experte. Nein! Nein! Doch, Lead-Gitarre, ich hab Lead-Gitarre genommen. Ist es Lead-Gitarre? Nein, es ist das Bass. Das ist nicht schwer. Nein, Lead-Gitarre ist das Schwerste. Ja, Seven Nations Army. Das ist auch auf meiner Spotify vom Jahr. I'm gonna wander da. Wenn du so eine Fight-Szene schreibst in dem Buch, ist das Lied echt gut. Passt immer gut dazu. Was wolltest du sagen, Bad Boy? Entschuldigung. Mir war gut nicht aufgefallen, ich kriege doch mal Recap bei YouTube Music. Ich war ja stolz in der aber 34.000 Liter, wo ich das Jahr gelöscht habe. Boah. So, wenn du mir mein Spotify anhörst, das ist die Depression auf zwei Beinen. Und seit ich Salva kenne, kommt noch die latinische Musik dabei oder was auch immer. Komm, ich geb dir Punkte, Kev. Sie kommt jetzt gleich noch. Entschuldigung. Come on. Ich wollte auch immer eine elektrische Gitarre haben. Und meine Mom war da voll dagegen.
aktiv. Verbündete Drohne online. Verbündete Drohne im Einsatz. Komm, Kevin, du schaffst das. Machst du wieder den Boss? Ja, mach den Boss. Ich komme immer vor, als wärst du im Podcast. Ich mache meinen Andrew Tate. Oh mein Gott, hör mir auf mit dem Vogel. Bester Mann. Oh Beppo. Muss ich dich jetzt blockieren oder nachher? Verschiedene Sachen hat er recht, aber viele Sachen hat er auch unrecht. Du hast den Highscore übertroffen. Yeah. Ich hab jetzt gleich alle weggefickt aus meiner Freundschaftsliste. Was guckst du da? Warum guckst du meinen PC so böse an? Ich gucke in den Grafikkartenmodul. Wie soll meine Grafikkarte arbeiten, wenn ich nicht am PC bin? Das einzige, Kevin, das gerade am PC läuft, ist Discord und Twitch. Okay. Und ich habe das Pikachu drauf gestellt. Auf die Grafikkarte. Drauf, er steht drauf, guck. Oh, Ben. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich ihn hinstellen kann. Muss ich ihn auf den Boden stellen? Oder da, wo muss ich ihn hinstellen? Da sind doch Ventilatoren unten. Ja, ich weiß, er steht drauf. Also er steht auf dem PC, oben. Ah, ganz okay. Oben. Er ist nicht drin. Ich habe Angst, dass jetzt er zerfetzt wird oder so. Wie im Mixer. Ja, du stirbst doch. Kopf des Pikachu, Mann. Ich könnte das nicht. Mein PC hat mein Pikachu getötet. Warum ist die PC denn kaputt? Ja, mein Pikachu ist zerstückelt worden. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Feindsicher Charlie. Feindsicher Bravo. Du kleiner Camper. Zielobjekt Bravo ist kompromittiert. Zurückerobern. Ich reiß dir den Arsch auf. Ich komm dich holen. Na, oh, du Penner. Ich breche die Rekorde von Mika überall. Beppo. Über Mikatinho. Da musst du auch mal wieder mitspielen. Ja, der war schon lange nicht mehr in irgendeinem Chat. Schule. Also er spielt jeden Tag, ich habe ihn ja in der Freundesliste. Ich schreibe ihm mal irgendwann die Tage jetzt. Das Schlimmste war noch immer Dylan mit Mika. Ich fand's auch scheiße. Er hat Mika echt das Spiel kaufen gelassen und am Tag danach nachher Dylan für 2 Monate aufzuzocken. Ich hab einfach die Streuner eingesammelt. Keegan, Tom. Ich mag das Spiel, das Lied überhaupt nicht. Das ist ein beschissenes Lied. Oh, Kevin, wir sind gleich 98. Geht's dir gut? Hast du Kopfschmerzen? Geht's dir gut? Hast du Kopfschmerzen? Ja.
Gerd, Kopfschmerzen. Hier sind. Wie schnell hat... Oh, mein Knöpfchen ist aufgegangen. Wie... Was? Mein Kümmer von meiner Decke. Papa, guck mir so. Papa, direkt geguckt. Puh. Oh. Ich, das stimmt, dass du schon mal Discord nicht ob. Du siehst ja nur mein Bildschirm. Ja, auch wenn ich Zeit habe bis zum 3. Das heißt, ich... Kevin. Ich brauche eine Beschäftigung, okay? Jo. Willst du nicht mehr spielen? Gehst du ins Bett? Okay. Ich will Lego spielen. Gehst du raus aus meiner Lobby? Okay. Ich hab dich rausgeschmissen. Ja? Auf Wiedersehen. Ja? Ich habe über 500 Stunden bei Animal Crossing, Kevin, wo ich über der Insel umhergelaufen bin und ich habe gefischt. Mein Gesicht tut weh. Hier. Wie soll ich das überschminken für morgen? Gönnet. Okay. Hör auf, ich habe so, so einen fetten Pickel im Gesicht. Bei meiner Lippe. Es sieht aus, als hätte ich so, nein, nicht Herpes, als hätte ich mir ein Piercing irgendwie stechen lassen. Ich hab, oh nein, ich hab aus Versehen. Und Tempo, wie weit bist du mit schon mit dem Waffen? Ich hab die neue Sniper mal gemacht. Okay, und was sagst du dir? Die ist richtig geil. Ist meine neue Lieblingssniper. Salva hat sie in 10 Minuten auf Gold gelevelt, wahrscheinlich auf Interstellar. Das einzige, was da sehr nervig war, war diese nach dem Zielvisier Kills zu machen. Jetzt mache ich das neue LMG. Ja, und den Granatwerfer habe ich auch fertig. Wie viele neue Waffen sind überhaupt rausgekommen? 3. 3? Okay. Das heißt Sniper, was noch? Sniper, MG und so einen komischen Flammenwerfer. Ach so, okay. Boah, du Wichsen. Wie, Kevin will noch nicht schlafen? Nö, also Kevin sagt dann so, ich will schlafen und dann will er nicht mehr mit mir spielen und dann sehe ich, dass er neben mir so Rocket League spielt. Aha. Boah, jetzt kommt Alex hier noch mich überholen bei den Liedern. Hier kommt Alex. Voran auf. Na ja, gut, ich bin erst einmal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Danke, gleichfalls. Schlaf gut. Ciao, ciao. Wie viele Waffen hast du denn schon auf Gold jetzt, Beppo, von den neuen? Bis jetzt eine. Ich mache jetzt die zweite. Und du, Bibi? Wie viele von den neuen Waffen hast du denn schon auf Gold oder Interstellar oder was ist es? Alle, außer die RAM 7, aber die kriege ich nicht auf Interstellar, weil die Waffe buggt
bei einer Ding. Akt? Ja, die Platten. Ist das denn ein bekannter Bug oder ist das jetzt spezifisch keine nur Ahnung, bei dir? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ich mach die Aufgaben eigentlich, aber das zählt nicht. Ansonsten hätte ich sie eigentlich auch auf Endes gemacht. Komisch. Ja. Aber zur Zeit spiel ich gar nicht mehr online. Ich war nicht mehr so die Interessen. Ich spiele überhaupt nicht mehr. Es klingt, aber dieses Spiel hier macht mir so viel Freude. So ein dummes Spiel, ne, eigentlich. Was hast du jetzt dann, du mal gesagt, jetzt du den ab oder behältst du den jetzt? Was? Ich behalte ihn eigentlich für dich, du Dulli. Wegen mir, wie wegen. Ich würde ihn eher dir geben als ihm. Ja, ich weiß. Ich weiß, das ist eigentlich sehr lieb von dir gemeint, aber sowas könnte ich niemals annehmen, Alter. Dann gib mir 50 Euro dafür, ist gut. Und bezahl den Versand, bitte. Williger kannst du es nicht kriegen, ne? Ich weiß nicht mal, was für eine Grafikkarte du drin hast. Oder was für ein Prozess, den müsste ich mir wieder ansehen. Was denkst du, Beppo, mit ihrem PC grafiktechnisch? Könnte ich damit irgendwie. Ja, damit kannst du was anfangen. Also jetzt ist die Welt. Nein, ich meine quasi Photoshop und sowas. Ja. Von Spielentechnisch, das einzige zum Beispiel, was wie Sons of Forest spielst, das musst du halt ganz runterstellen, weil da dreht er durch. Ja, aber das ist auch ein Spiel, was übelst viel frisst, ne? Also. Ja, PC würde ich nicht spielen. PC würde ich eigentlich nur spielen, wenn ich eine brutale Grafikkarte habe wie du. Auf jeden Fall, dieser funktioniert. Er ist neu, er hat jetzt ein Jahr, ne? Also, er ist echt neu. Und ich gehe gut mit meinen Sachen um. Nur Aldritter Tag meine Fanta umgeworfen. Nein. Ich hab den echt, Mann. Ich hab sogar der Putzfrau verboten, hier reinzukommen. Ich kümmere mich generell um die Sachen, die ich mir kaufe, weil, weißt du, sowas ist nicht billig, ne? Nie. Er geht ja, also bei mir ist ja nie was passiert. Er ist jetzt einmal abgestürzt. Warum auch immer. Ich habe den Fehler bis jetzt immer noch nicht gefunden. Ich kann dir echt nicht sagen, warum. Ich glaube, es war auch ein langer Stream. Ich glaube, es waren 6-7 Stunden. Vielleicht war das einfach too much für ihn. Anders kann ich mir halt nicht erklären. Weil ich hatte nur YouTube auf, Spotify und Twitch. Die Kerze riecht echt gut. Jetzt, wo die 5 Stunden an ist, rieche ich die zum ersten Mal. Die steht mit dahinter mir. Es hat mir so weh getan, all die Kerzen vorhin wegzuschmeißen, aber es war so wenig noch drin. Wieso hast du sie nicht angeschmolzen und eine große Kerze genommen? Ja, dann hätte ich da 5 verschiedene Gerüche.
Ja, du hast ihn um andere gemacht und hast okay, ist ein andere Luftbemo gekriegt. Ja, ich hab echt kein. Ne, dann kaufe ich mir lieber einen. Am Anfang sind das vorhin so, weißt du, die Cocktailgläser hältst, die riecht lang. Ja. Und dann müssen sie warm umdippen oder schützen ran oder in einem anderen, dann müssen sie so ein Vorwisch. Ja, mich hat echt keine Lust. Und die Schnurren sind mega bullisch für die Kerze. Ich weiß auch gar nicht, wie lange hält sich so eine Kerze? Hat die kein Verfallsdatum? Nein. Weil verschiedene Kerzen haben echt komisch ausgesehen. Ne, sie geht weiß mit der Zeit, von so okay. Schwarz oder so Leichtstoff finden. Okay. So wie Schokolade. Ich hab sogar 3 Weihnachtskerzen gefunden, habe ich sofort gedacht, ah, die machen wir jetzt an. Wir haben ja keinen Weihnachtsbaum. Und die eine riecht halt nach Weihnachtsbaum. Oh, ja sicher, krepier nicht. Ist halt übertrieben, wie teuer die Kerzen heutzutage sind. Also du kaufst dieses Scheiß aus Ikea. Kevin, was hast du hier genommen, was dich so fertig gemacht hat? Schlagzeug. Ja, ich spiele Rocket League. Ich habe ihn verloren. Israeli. Wir haben doch genug Krieg. Da gammelt der hier hinter der Tür. Entschuldigung, ich wollte euch nicht anschreien. Wie? Oh mein Gott, Kevin, das hier ist ja ultra schwer. Was hast du vorhin gespielt? Ich los gerade so übelst ab. Ich hab dich gerade überholt.
Nee, da geiert der hinter der Mülltonne. Was bist du denn wie ein Penner? Komplett abgelöst. Boah, mir geht's wird schlecht, weil ich mich so krass auf den Bildschirm konzentriere. Die schlucken so viele Kugeln, das ist nicht mehr schön. Oh mein Gott, das war so schlecht. Ich glaube, so schlecht war ich noch nie. Drohne im Einsatz. 89, das tut weh. Mein Stolz tut weh. Noch da? Ich bin noch da. Ja. Okay. Weil du nichts sagst, deswegen wollte ich mal nachfragen. Ja, auch gerade währenddessen Web plus Stream an, so wie er gerade die Leute auseinander nimmt. Wessen Stream? Nee, ich schaue Beppo gerade zu. Ah, Beppo, okay. Ja, die Leute doch gleich. Je nachdem. Ach, schade, hast du fast auf Bombe geschafft. Also. Ich schaffe auch immer fast eine Atome. Keinem Leben werde ich das hier schaffen. Israeli, der nervt mich. Der hat kein Skill. Ich hab irgendwie ein Problem mit dem Controller. Da kommt der mit der Pumpe in die Ecke. Ich werd wahnsinnig. Ich sehe den Bildschirm nicht mehr, Kevin. Ich sehe nur noch die Dinger kommen. Ich schau, meine Augen sind so, meine Augen tun noch weh. Ich muss unbedingt jetzt Tropfen reinmachen. Ich habe heute übertrieben. Die Augen trocken. Ja. Und ich habe gar nicht so viel. Ich habe mehr geschlafen heute als sonst. Noch. War ein schöner Tag. Nur schlafen. Morgen muss ich früh aufstehen, weil ich noch zur Krankenkasse muss. Mein Geld abholen. Ich muss auch früh aufstehen. Komm,
Mensch nach Hause und dann wird wieder ein Brett nach dem anderen dahin geklatscht. Ja, Laminat verlegen ist... Macht Spaß. Es ist anstrengend. Was muss ich überhaupt machen für die nächste Tarnung? Level 9 erreichen, das wäre mein... Nee. Ist nicht Level 9? Nee, ich hab doch Level 9. Erreiche 10 Durchdringung, okay, das ist das gleiche. Erreiche 10 Abschüsse voll im Magazin. Okay, erziele 10 Doppelabschüsse. Ja, easy. Erreiche 10. Ich bin mich hier auf der Arbeit, Kevin. Echt? Weißt du, wenn deine Augen so verschwommen sind? Weil du zu lange auf was guckst. Okay, das ist easy. Ist nichts Schwieriges. Wann ist diese Sache mit diesen Arbeitern, die herkommen? Chef. Ist das diese Woche? Weil, dann lege ich mein Homeoffice auf Mittwoch. Also ich kann I fragen. Ich muss eh noch gucken, wie ich das mit dem Arbeitsdoktor da mache. Packt mich jetzt schon ab. Richtig unnötiger Scheiß. Der Arbeitsdoktor wird sowieso dasselbe sagen, was er immer sagt. Und das juckt mich genauso viel wie die 10 Mal davor. Ich finde nicht, dass so eine Person überhaupt entscheiden darf, ob ich arbeiten kann oder nicht. Ah, hat er das schon mal gemacht? Nee, es ist nicht das, aber ich kriege immer dasselbe gesagt und das nervt mich halt. Also, keine Ahnung. Und das nervt mich halt und ich sag den Ärzten das auch immer. Wie kann ein Arzt, weißt du, der dich da nur sieht, den juckt es ja eigentlich nur, ob du arbeiten kannst oder nicht. Der ganze Rest interessiert ihn ja einen falschen Scheiß. Ne? Und deswegen, es ist, wir müssen alle gehen, also es ist jetzt nicht spezifisch ich. Aber es juckt mich halt nicht, was der sagt. Der kann halt sagen, was er will. Alter, Marcel hatte doch noch nie so viele Zuschauer. Wie viel? 5. Weil wir wieder alle drin sind. Bibi, was? Ich hatte vorhin 9 oder 10. Ach, echt? Hm. Was? Es läuft, weil er eine Frau im Stream hat. Stimmt sogar, Bibo, das stimmt sogar. Ist sie noch im Stream? Ich weiß es nicht mal. Ich glaube, sie ist nicht mehr da. So, ich gehe jetzt zuerst mal eine rauchen und dann wird weiter geschwitzt. 3 Stunden später, Bebo ist wieder da. Gar nicht wahr, so bin ich schon schnell. Oh, scheiße, ich habe keinen Eckknopf mehr. Ich habe nur die schon leer. Was trinkst du denn da, Milch, oder? Eckknopf. Eierpunsch. Ohne Alkohol. Aber weißt du, was das Witzigste ist, Bibi? Bebo ist laktoseintolerant. Ja gut, ich ja auch. Ne? Aber ich trinke das auch gerne. Ja, Beppo wird heute Abend an uns denken. Ja. Was für ein Tünsch ist. Oh je. Jetzt mal rauchen und dann habe ich noch 11 Level mit dieser Waffe.
Mann. So scheiße, dass wir kein DM hier haben in Luxemburg. Oh Gott, ich bin so müde. Entschuldigung. Von dem Mund, ja. Woher weißt du? Ich hab die Hand von dem Mund gemacht. Woher wissen Sie das, junger Mann? Sie sehen mich doch gar nicht. Tja, das ist mein Instinkt. Was ist dein Instinkt? Das glaubst du. Warum hast du keine Kämme an? Ich finde das nicht in Ordnung. Weil du den Kämme auch nicht hast. Ja, aber ich hatte jetzt doch mein Spiel die ganze Zeit an. Schäm dich. Warte. Ich will nicht die Cam von vorne anmachen, weil die fuckt mich ab. Ja, kriegst die. Warte. Nun, kriegst die. Ja, ich muss jetzt ein gutes Stück hier sitzen. Das nervt mich. So. Ach Gott, ich hab dich ja noch gar nicht gesehen heute. Meine Fresse. Ich bin schockiert. Ach Bibi, lach doch mal. Du bist so hübsch, wenn du lachst. Ich kann nicht lachen, Bibi. Ohne Scheiß, wenn ich wenn ich meine Lippen so verzerre oder so. Aber ich blute nur oben, auf einer Stelle nur. Ich bin auch mit Zahnseide auch hier. Ich sehe das ja. Ah doch, ich sehe es echt. Ah, das ist beim Zahn da echt, ne? Ja, eine Zwischenlücke. Ja, ich sehe es. Und ich bin auch vorhin mit der Zahnseite auch reingegangen. Ja. Das ist extrem geblutet. Und ich bin die ganze Zeit am Schlucken, mein eigenes Blut. Und das schmeckt echt ekelhaft. Deshalb trinke ich auch. Hast du denn irgendwas da? Warte, die Cam sieht ja echt schlimm aus. So. Hm. Ich sehe aus, als hätte ich Herpes. Guck dir das an. Wie grausam. Wie kriege ich das verdeckt morgen? Das ist der Stress. Nein, ich habe mir das blutig gekratzt. Ich sehe so schrecklich aus. Ich schäme mich richtig. Make-up da. Ja, da geht kein Make-up der Welt. Reicht doch. Ich hoffe, dass es mit meiner Schwester hinhaut. Und ich habe heute eine Ansage gemacht. Wegen Marshall? Ja, Marshall. Habe ich heute eine Ansage gemacht. Und? Ich habe geschrieben. Marshall, meine Geduld ist am Ende. Ehrlich, ich pack's nicht mehr. Ich bin ehrlich zu dir, Bro. Ich bin fett in der Scheiße und ich sehe es nicht mehr ein, dass du mit meinem Hack spielst. Mhm. Und meine Sis bekommt wegen dir kein Weihnachtsgeschenk, weil du der beste Freund bist von ihr. Und sie haftet dafür. Ich lass mich nicht auf den Arm nehmen, habe ich geschrieben. Mhm. Und du reagierst nicht auf meine Nachrichten. Mhm. Dann schreibt er so, drohst du mir gerade? Ich so, nein, ich drohe niemanden, Bro. Da bist du bei mir an der falschen Stelle. Ich so, ich drohe niemanden, aber ich habe es satt, Bro. Ich habe es satt. Er so, Amanakuyem, verarsch mich nicht, keiner droht mir. Dann habe ich geschrieben, ich lass mich nicht verarschen und ich lass mich erst recht nicht abziehen.
hast du ihm denn gedroht? Habe ich nicht. Ich lass mir nicht, dann hat er geschrieben, ich lass mir nicht drohen. Ich habe immer mit Respekt gehabt. Ich habe dir immer geholfen, weil ich dich liebe. Also, ich hab dich lieb. Ja, hat er dir das geschrieben oder hast du ihn? Nein, hab ich ihn geschrieben, weil er nämlich damals, wo er mit meiner Schwester draußen war, hat er sich immer um sie. Okay, okay. Dann hat er geschrieben, abziehen hatte ich nicht vor. Also benimm dich, schreibt er. Weil du der Freund von meiner Sis. Weil du der Freund bist von meiner Sis. Weißt schon. Weil du der Freund bist von meiner Schwester, hab ich dich geehrt. So. Und unterstellen keine Sachen und drohen mir nicht. Und ich habe einen großen Respekt, Bro, und habe geschickt, bla bla bla, weil du meine Schwester immer beschützt hast. Er hat sich auch nicht verändert an meinem Aquarium, schreibt er so MK. Ich will nur meinen Hack, mehr nicht, Bro. Und ich habe keine Lust, immer hinterher zu rennen. Also benimm dich, gib mir bis Donnerstag Zeit, dann hast du es. Ich habe dir Geld gegeben an meinen Geburtstag, habe ich geschrieben. Gibst du mir bis Donnerstag Zeit oder nicht? Weil ich dich für meine Sis immer da warst, deshalb habe ich es getan. Ich gebe dir bis Donnerstag Zeit, okay, aber was, wenn da nichts kommt, was ist dann? Er meint, es kommt, Digga, es kommt. Ich habe ganz anderen Kopf geficke, das weißt du. Ich muss auch eine Behandlung machen beim Zahnarzt. Die AOK zahlt das nicht, dann hat er mir sowas geschickt. Ja, aber das ist eine Ausrede. Ja, wie gesagt. Und dann für sonst wird. Dann habe ich gesagt, okay, bis Donnerstag, dann bin ich mal gespannt. Aber wenn dann nichts Donnerstag kommt, ich schwöre auf meine Mutter, ich gehe am nächste Woche Montag zu den Bullen und bei den Anzeigen. Und dann werde ich seine Kinder aufwecken lassen. Das ist mir egal. Übernächste Woche. Hat er Kinder? Ja. Ja, aber willst du echt diese Hurensohn-Schiene fahren? Ist mir egal. Keiner spielt mit mir. Okay, aber warum machst du das bei ihm und nicht bei den anderen? Kannst du mir das erklären? Weil das sind weibliche Personen. Ist egal, du kannst trotzdem zur Polizei und kannst genauso gut bei D-Lag und bei der OnlyFans. D-Lag habe ich glaube ich dir gar nicht erzählt, oder? Hab ich's erzählt? Weiß ich nicht. Du hast mit dir telefoniert, doch. Genau, das habe ich gesagt. Das hast du mir erzählt, natürlich. Ich würde es persönlich aufnehmen, hättest du es mir nicht erzählt. Wie gesagt, bis Januar warte ich, Mann, weil wenn es Januar nicht da ist, dann werde ich ein ganz anderer Mensch. Dann pack ich mein zweites Gesicht aus und dann wird es richtig ekelhaft. Ist mir egal. Und OnlyFans Girl? Auch Januar. Agatha? Diese 60 Euro, man weiß schon, sie hat auch selber Stress, man. Ja, ich frag ja nur. Krieg ich auch noch. Keine Ahnung wann, aber ich will sie jetzt für 60 Euro jetzt keinen Druck machen. Ja, D-Lag ist doch viel mehr, ne? Reden wir da nicht von 1000? 2000 noch was. Und OnlyFans Girl? Die schuldet mir noch 250. Und Marshall war was? 100? 100. Meine beste Freundin noch 1000er. Stimmt, die habe ich vergessen, ja. Also es wäre schon gut, wenn D-Lag und deine beste Freundin jetzt mal vorkommen würden, weil das waren fast 3000 Euro. 3000 Euro hätten in meinem Rechner. Das Geld, was ich dann habe, will ich dann nur für die Behandlungen zahlen, die ganzen Rechnungen jetzt am Steuerberater. Ich muss jetzt am Montag, muss ich mein Finanzamt morgen anrufen und mein Gewerbe abmelden. Kannst du das einfach so per Anruf machen? Ich glaube, das musst du schriftlich machen. Das muss ich machen und keine Ahnung, was da morgen rauskommt. Weil, wie gesagt, ich möchte eigentlich wieder, ehrlich gesagt, wieder streamen. Das fehlt mir. Ja, aber ohne Gewerbe kannst du das ja machen. Ja, aber ich kann da nichts mehr annehmen. Und das will ich irgendwie auch. Weil das Geld, was ich eigentlich quasi normalerweise verdient habe, meine Pension,
ich habe geguckt. Ich habe ja, das ist ja in Ordnung, aber ich habe geguckt. Normalerweise, wenn du dein Beppo, ich frag dich, Luxemburg, du hast ja deine Steuer-ID. Ja. So, wenn wir jetzt so ein kleines Gewerbe anmelden, haben wir doch zwei Steuer-IDs, ne? Das fürs Gewerbe und das Persönliche. Nee, das wird einer. Das wird so einer. Bei uns in Deutschland wird es zwei. Das ist abhängig, wenn du noch nebenbei arbeiten gehst und das Gewerbe hast, dann hast du zwei automatisch. Er ging ja damals noch arbeiten. Ja. Er hat zwei ich bin mir sicher, er hat zwei Steuer-IDs. Und wenn er jetzt sein Gewerbe abmeldet und seine persönliche Steuer-ID von seinen Lohnzettel nimmt, ist das scheißegal, oder? Naja, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In Twitch kann ich das nicht angeben. Ich bin nicht Marcel, aber glaub mir, Marcel wird auch ein Wettbewerb. Ich weiß nicht, was Marcel gemacht hat. Er hat seine ganz normale Steuer, die er hat, im Gewerbe. Ich habe auch meine ganz normale Steuer, die angegeben. Das ist komplett falsch, weil normalerweise. Nee, in Luxemburg haben wir ja die, in Luxemburg haben wir ja die Grauzone. Das hat ja nichts damit zu tun. Du bist dazu eigentlich verpflichtet. Das steht bei dem im Vertrag. Und wenn das ja, rauskommt, ja. Und dann nachher bin ich so gearscht wie du. Genau, bist du gefickt. Für einen 50er. Du kriegst einen Shadowbound, kannst dich nie wieder auf einer Plattform, also auf Twitch. Nee, vergiss das. Vergiss es bitte. Das mache ich nicht. Guck, die Sache ist die, geht es dir um Streamen, weil du Spaß daran hast und das mit den Kindern machen willst, was du mir erzählt hast, oder geht es dir um den Cash? Ich mach eigentlich Streamen und Geld spenden an die... Ja, nee, geht es dir... Das eine oder das andere, weil das eine kannst du ja machen, aber mit dem Cash, das ist vielleicht ein bisschen riskant jetzt die nächsten Monate. Streamen kannst du, aber das mit dem Cash würde ich halt... Wenn wir die Affiliate haben. Ja, Affiliate kann ich ja nur. Ich will eigentlich nur mit Affiliate spielen, weil Affiliate bietet. Dann versuch das doch mal mit deiner. Agatha meinte, oder nicht Agatha, die eine, die andere da. Ja, die Flauschi. Ja, die Flauschi. Die meinte ja letztens, du hast zwei verschiedene Steuern. Ich würde das mal gucken und ich würde nicht damit zum Steuerberater rennen oder zum Finanzamt. Guck das selbst. Oder guck das mit mir. Dann gucke ich über deine Sachen, wenn du mich lässt. Aber geh nicht zum Finanzamt oder zu. Weil die wissen, dass du sie ja dann verarschen willst. Ich muss jetzt dann wieder die Steuererklärung machen für dieses Jahr. Ja, aber. Nee. Hallo. Moin. Deswegen, ich würde das an deiner Stelle. Guck das mit mir oder so, keine Ahnung. Aber mach das nicht mit Finanzamt. Doch, meld das morgen ab, mach das sicher. Aber wenn du das abgemeldet hast, Bibi, dann ist die ja weg, diese Steuer-ID. Dann hast du... Ich weiß nicht, wie lange das noch geht, weiß ich nicht. Aber dann frag das. Frag morgen einfach, ja, wenn ich das jetzt abmelde, wie ist es mit meiner Steuer-ID. Ich schreib's dir auf, damit du es nicht vergisst. Und dann fragst du das, Hand vor dem Mund. Und dann fragst du das und dann, je nachdem, wie es ist, kannst du ja darauf reagieren und umändern. Hi Marcel. Hallo. Hi Jen, falls sie noch zuguckt. Das weiß ich nicht. Heißt sie Jen, Jenny, Jennifer? Jenny. Jenny, okay. Hi Jenny. Moin. Die Frau von meinem Bruder heißt auch so. Aber die ist scheiße. Ich hoffe, sie ist nicht scheiße. Also bis jetzt ist er nicht scheiße. Dein Freund heißt nicht Jan, das ist schon mal eine gute Sache. Heißt er Jan? Hat sie gedacht, ihr Mann, Freund? Hat sie Kinder? Stell dir mal vor, es wäre jetzt echt die Frau von meinem Bruder. Ich glaube nicht, weil sie wohnt in Bayern. Ah, nee, meine wohnt auch in Deutschland. Sie wohnt aber Bollendorf, das ist Grenze Luxemburg. Stell dir mal vor, das wäre jetzt echt die Frau von absoluter Hate. Marcel, ich habe ein paar neue Lieder freigeschaltet bei Fortnite. Das ist schön. Ja, ich habe die ganze Zeit gespielt, Mann. 10 Stunden am Stück. Ich habe so die Augen weh. Ja, ich mache heute auch nicht mehr lang, aber mein Mund tut halt mega weh. Ja, heute ist das letzte, dass ich streame, bis ich... Ich habe einen riesen Pickel. Bis ich fertig bin.
Also, Marcel. Marcel hat das Game geändert. Ich war voll einfach mal 4 Stunden lang in Just Chatting. Ach, das du Dulli. Just Chatting. Oh Mann, ja. Oh Mann. Du sagst auch nichts zu Pfeife, ne? Ich hab Fortnite gespielt, Mann. Ja. Ich hab da nicht drauf geachtet. Ne? Ja, sieh, und es hat auch niemand gesagt, Mann. Ich bin einfach nur so drin. Alles geht gut, den Zuschauer. Alter, ich wusste nicht, dass ich dich Assi nennen kann. Ich habe nicht gesehen, dass du das als zulässigen Begriff hinzugefügt hast. Ja, doch, doch. Hast du Doppel-S, also Assistenz, habe ich hinzugefügt. Und Assi kannst du bei mir ausschreiben, glaube ich. Der Oberassi hier von uns. Ja, das geht bei mir. Ich bin der Oberassi. Ich bin Mod, geht das bei mir auch? Ja. Ja, das geht auch. Oberassi. Kim, warum bist du nicht am COD zocken? Ich habe keinen Bock. Ich muss Beppo was fragen. Beppo, bist du in der Runde? Ja. Okay, ich muss dich was fragen, wenn du fertig bist. Vielleicht hast du eine Ahnung davon. Mir fehlt einfach nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ekelhaft! Ein Luxemburger mit einer französischen Flagge. Was läuft mit dem? Alter, das bin ich. Das habe ich auch gemacht. Warum seid ihr überhaupt so laut, Alter? Stimmt man euch nicht? Was, Marcel? Marcel! Ich muss Beppo was fragen. Alle runterschrauben hier, 75%. Ich glaube, ich bin zu dumm, das zu verstehen. Beppo weiß das bestimmt. Was? Ich muss dir zeigen. Ich muss mich schon angucken dabei. Tut mir leid, ich muss meine hässliche Fresse gucken. Es ist ganz normal, jede Frau blutet einmal im Monat. Aber das stimmt nicht schon mal erst. Aber okay. Ja, Marcel, das stimmt, jede Frau blutet einmal im Monat. Du müsstest dein Ding wieder ändern. Welches? Dein Game-Chat. Also den Game. Du spielst immer noch Text, das Ding. Nö, hab ich eigentlich schon geändert. Ja, ich bin doch auch gerade drin. Nicht. Nee, Marcel hat's geändert, ich hab's gerade auch nochmal geguckt. Ja, ist eigentlich. Ist geändert. Bei mir steht's noch. Ah, jetzt. Mach mal ein Refresh, Bruder. Halb. Alter, Bibler, wenn man mich so nennt. Bibi. Ab von seinem Vater, ne, richtig ekelhaft. Ach, Bibi, meine Schätze, ne? Ich digge! Bin ich zu spät gesehen, aber oder? Mein Kekskuchen. Ich hab grad was gecheckt, Kevin. Das ist viermal dieselbe Seite. Aber das heißt, ich fülle nur das aus. Aber was genau? Weil dann könnte ich jetzt als Marcel und Salvas ausfüllen. Hä, hey, was vor dir für mich ausfüllen? Deine Adresse, ich musste ja das Paket schicken. So. Eine Kündigung. Oh, ich muss aber, dass es ein Geschenk ist, glaube ich, und was genau es ist. Das ist Mystery Box. Aber ich glaube, ich habe das für Kiki damals ausgefüllt, aber ich glaube, ich habe das weggeworfen. Das heißt, ich glaube, das musst du aufmachen. Ich weiß nicht, ob ich das von Kiki behalten habe. Wenn ich clever wäre, hätte ich es behalten. Wenn ich dumm bin, habe ich es weggeworfen. Oh, nein! Ich bin eine clevere Bitch. Guck, das sieht schon wieder anders aus. Für Rekommande, ja, ist sie na, kein Rekommande, guck, es sind diese Zettel. Die du aus Paket hast. Ah, okay, ja. Wo mit eurer Adresse drauf und all. Und ich fülle sowas nicht oft aus. Das heißt, ich muss schreiben, was genau drin ist und wie viel es kostet. Ja. Aber nicht wie viel es wiegt, das weiß ich doch nicht. Mach das nee, nicht das geht ja auf der Platz gemacht. Ich gebe auch nicht die Telefonnummer an. Weiß ich irgendwo, wo der immer sitzt. Muss ich das auch angeben? Was heißt Numero Tarifär SH? Irgendwas mit Fähre bestimmt. Das ist da. Numero Tarifär. Ah, nee, das ist es nicht, weil es ist ein Geschenk, okay. Und dann Pays d'origine, das ist ja eher, das ist in Luxemburg. Ja. Oh, boy. Okay. Das macht ja auch alles der Mann von der Post.
Okay, ja, dann fühle ich das auch. Ich kann das ja halt für Salva und Marcel ausfüllen. Oh, ich hab die Dings noch geändert. Was? Ja. Kann ich das auf. Ich kann das nicht draufkleben, ne? Das muss der Mann von der Post machen. Sie peitschen Salva auch drauf. Ja, die Sache ist, ich hab halt echt viele Pakete. Okay. Ja, hier muss ich auch etwas für sein Geld machen. Ich komme geschwind. Schwerlef, Max. Ich sag das immer und nachher ist es 3 Uhr morgens. 6 Uhr morgens. Oh, ich hab den zu spät gesehen. Och nö. Marcells Adresse habe ich ja schon. Salvas Adresse. Schickst du es zu mir oder zu der Arbeit? Ich schick's zur Arbeit, weil ich schick's nächste Woche Samstag. Ich weiß nicht, wann es dann ankommt. Ja. Dann schick ich's auf deine Arbeit. Ich habe ab Donnerstag bzw. Freitag erst Urlaub. Ich weiß nur noch nicht, ob ich Donnerstag noch arbeiten muss. Weil meine Chefin hat ja wie gesagt ein bisschen Struggle. Ja, du kannst es ja abholen auf der Arbeit, ne? Ja, ja, ich kann das immer abholen, klar. Also. Bibi, deine Adresse ist die von meinem Geschenk damals, ne? Die da drauf stand. Hast du das noch? Ich hab die Adresse gespeichert in meinem Handy. Schau sie dir an, Alter! Stalker! Richtiger Bandit! Ist das deine Adresse, Bibi? Richtige Banditin. Ja, aber ich muss auch irgendwie an deine Adresse kommen. Schatz, wenn du mir ein Geschenk gibst, wo deine Adresse riesengroß draufsteht. Wie heißt die Straße? Ich bin am Stream, by the way. Ja. Ah, scheiße. Scheiß drauf. Ist die Adresse 15? Am Schluss ja. Okay. Lindenstraße 15. Hier ist alles drauf. Guck, hier ist seine E-Mail-Adresse, sein Geburtstag, guck, alles. Oh, wie? Und sogar ein Foto. Wo hast du mich gefunden? Steht das in meinem Profil oder was? Also, deine E-Mails-Adresse, du hast mir das Sternenbild weitergeschickt. Habe ich eine E-Mails-Adresse. Deine Adresse von zu Hause stand auf meinem Geschenk und dein Geburtstag weiß ich, ja. Und das Foto habe ich gemobst von deinem Instagram. Oh, wow. Richtiger Stalker. Ja. Also, von Marcel... Warum? Ihr seid mir halt wichtig. Sie wird irgendwann einfach hinter dir stehen, wenn du es am wenigsten erwartest. Von Marcel habe ich den Geburtstag. Marcel, was für ein Jahr bist du geboren? 91. Dankeschön. Ha, Marcel ist so alt wie ich. Okay. 91, dankeschön. Also zum Beispiel. Ja, Marcel habe ich ja jetzt auch seine Adresse. Die habe ich ja sowieso schon gehabt, aber. Was im Fenster hat für dich, Marcel? Ja, ich hab die gar nicht. Was wolltest du mal da leweise? Gesniped hab, ey. Ja, jetzt haben die schon Heli, ey. Schmutz. Es war auch wieder ein super Start, ey. Knapp's rein, die Gegner alles. Juggernaut, Flugzeug. Am besten noch Schwarm. Ja. Schwarm ist richtig eklig. Die Arena, Alter. Das ist ja gar keine Chance. Das ist schlimmer als ein Heli. Ja, doch. Also wenn du im Gebäude bist, hast du eine Hand, das sparen kann ich schon. Aber normalerweise, ja, wenn du die eine Weste anhast, wo ja die Zielvisier-Elemente auf dich nicht aimen, dann passiert dir nichts. Ja, dann ja. Ach, gar. Da weiß man, Cam. Hm? Das habe ich gemeint, guck. Hier. Ja. Also hier, Nordlexpedition, das bin ich. Richtig. Hier kommt ihr. Expediteur. Ja, genau. Destinatär. So, was es ist, wie viel es ist, was es ist, das Gewicht weiß ich nicht, den Wert. Ja, das... Aber guck, hier hast du ja all diese Dinger. Das ist für die Post, ne? Ja. Ich krieg nur die... Okay. Weil du kriegst eine Kopie davon, das heißt, sie reißen dann ab, dann das eine ist für das Paket, das eine für das Verteilerzentrum und die das letzte ist normalerweise die Kopie für dich. Okay.
Und ich musste den Wert hinschreiben. Also ich glaube, der Wert ist bei keinem von euch über 50 Euro. Okay. Ich war letztens in der Post, ne? Guck, und ich dachte so, ich frag mal. Beppo, ich frag mal hier. Ich bin reingerissen. Guck, wie viel ich geklaut habe hier. Ganz steuer. Ich hab, ja, aber guck hier. Marcel, Salva. Ja, check der Haus nicht, Alter. Avi kriegt seine Sachen. Guck, und dann habe ich die halt noch alle gebunkert. Ja. Guck, ich bin froh, wenn ich das hier alles los bin. Guck euch das an. Das sind alles eure Sachen, ne? Ja, einfach mal 0-6 gespielt, Alter. Mods. Ich bin das mal raus. Salva hat mir was geschickt. Ja, von der einen. Okay, das heißt, ich schicke das Marcel auf die Arbeit, Marcel, ne? Würde ich sagen, wenn das vor den Feiertagen ankommt, also vom 23. Also da also auf den Samstag, dann... Ich schicke es sicher am Donnerstag ab. Entweder Freitagabend fahre ich dahin, Samstag. Samstag fahre ich mit meiner besten Freundin safe dahin. Und kann auch halt auch schon am Freitag sein. Oder je nachdem, wenn mein Arbeitskollege ein Schatz ist, fährt er mit mir dahin. Ich weiß es nicht. Ja, ach, alles gut. Ist mal eine schöne Frau. Die wird so Mitte 30, Anfang 40 sein. Kriege ich das mit, dass Salva dir Fotos von Frauen schickt, während ich im Chat bin? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Gar? Soll ich rausgehen? Beppo, zeig. Ich will auch sehen. Schick mal Discord-Chat. Nee, die, wo er vorhin auf Twitch geschaut hat. Ja, ich hab verstanden. Salva schickt euch hier Fotos von Frauen, wenn ich da bin. Nein, das ist die einer Streamerin da. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, Salva. Ja, mal gut, ich so eine Probleme nicht hab, ey. Ich kann gucken und anfassen nicht, weil dann... Nee, das ist eine Anzeige. Nicht, ne? Eben, das beruht dann, wenn dann nur auf Gegenseitigkeit. Aber ich kann angucken, ich kann schreiben, ich kann alles machen, was ich will. Salva kann das auch. Bin ich froh. Was? Die Olle, die macht... Ja, anscheinend ja nicht. Die Olle so über mich, als würde sie sich präsentieren für ein Date. So, ja, ich bin sportlich, 1,70 Meter, liebe Tiere. Ja. Bei Tinder oder so. Nee, sie ist keine Spanierin, sie kommt aus der Ukraine. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber ihr Amazon, glaube ich, ist spanisch. Ja gut, aber sie ist ursprünglich aus der Ukraine, steht hier. Ja, das hört man an der Stimme. Die Ukrainer haben aber auch schön. Sie lacht gerne und sie liebt es, mit ihren Followern zu schreiben. Ja. Ah ja. Ich liebe es, kleine Kätzchen zu treten. Ja. Eben, sage mal. Dann gehe ich auch mit einem Elefantentanga online ein und dann packe ich mein Sixpacks aus und danach... Ah, na, was für ein Sixpack? Hast du mir was versteckt? Sixpack, Alter. Ja, Titanic. Was für ein Sixpack, Bibi? Hast du mir was versteckt? Titanic, Alter. Die arme Titanic. Die ist gesunken. Alter, da wären die Leute ja ganz klatschnass. Egal, was ist denn das für eine Kack-Sniper, Alter? Ich bin den ganzen Tag. Der hat sich 6 Nicknacks auf den Bauch geklebt. Also, ich wäre nicht dafür, wenn Fiverr das macht. Darf ich das nur mal so einwerfen? Doch. Man kann mit seinem Geld verdienen. Mit seinem Körper Geld verdienen. Ja, aber nee, Salva hat das nicht zu tun. Hallo? Geht's dir zu gut? Meins. Die bezahlen ja zum Berühren. Boah, was ist denn alles drin? Muss ich ja auch schreiben, dass... Ja, schimmel dann auf den Helikopter, alles Mann. Alles draufschreiben, Bevo? Alles! Oh Mann. Ich scoute die Olle mal. Mal schauen, ja, was ich. Abdeckt, musst du auch entscheiden. Vibrator, Sexspielzeuge, das interessiert. Das kriegst du, Bibi. Das kriegst du. Mit dem Penisring mit richtigen, guter Vibration. Ich hab dir einen Abgleich von meiner Dings gemacht. Ich könnte dir auch meinen Penisabdruck dir schicken und den kannst du als
Vibrator nutzen? Würde ich, ja, gerne. Kannst du ah, alles klar, Digga. Es gibt sowas wirklich, ja? Das ist, ja ich, also es ist schön, dass es sowas gibt, aber ich möchte nicht wissen, ob du einen Penisabdruck von dir nimmst und irgendwo als Dildo hinschickst. Ja, schick mir das ja, hallo? Ja, Alter, es... Da macht den hier mal die Freiheitsstatue. Guck ihn dir an, Mann. Penner. Sie hält die wunderbare Kerze in der Hand. Die ach, Digga, so du scheiß Dreckscamper, Mann. Ach, Bibi. Komm, wir wollen jetzt nicht so sprechen. Aber es wird halt nie, es wird nie das Original toppen. Beppo. Hm? Patsy, ob Französisch. Patsy? Der Mord, der das da auch in Plüsch. Plüsch? C'est ouais. Plüsch? Ouais. Okay, ich will bei dir, ja, ich darf nicht so, ich darf nicht sagen für wen, weißt du. Ich schreibe nicht dahin, was für einen, weil ich glaube, die checken das nicht. Soll das jetzt Weihnachtsgeschenke sein? Nein. Achso, die hat oh schon. Mein Gott. Die hat schon schöne Beine, muss man sagen. Also das, was du, also Bibi, wenn du mir das schenken willst, was du gerade gesagt hast, ich habe kein Problem. Digga, was ist denn das schon ja für eine Lobby, Alter? Das gibt's ja nicht. Tim, was stimmt mit dir nicht? Hast du Salva mal angesehen? Aber nicht ich ganz mein Ding. Ich kenne zum Glück nur sein Gesicht. Ja, ich nicht, also. Wie, du kennst Salva nackt? Hab ich Alter. Nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Du sagst aber auch nicht nein. Also Kim. Ich kenn Salva ohne Mütze. Kennst du Salva ohne Mütze? Welche Mütze? Ja, auf dem Kopf hat. Ja, auf dem Kopf hat, ihr Witzbolde. Er sitzt auf dem. So. Digga, wo sitzt der denn, Mann? Ich seh den nicht auf dem Kran. Der macht die Augen auf. Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht auf dem Kran. Er ist ja auf dem Kran, Marcel. Du hast es doch gerade gesagt. Du kriegst jetzt meine Sniper in die Fresse, du dämlicher Kack. Hurensohn, Alter. So, Marcel ist fertig. Ja, also okay, Marcel ist fertig. Und der nächste ist. Der nächste ist dieses Arschloch hier, damit ich diese Sachen endlich los bin. Ja. Ich möchte unbedingt den legendären Skin freischalten beim Zombie. Welchen legendären Skin? Ja, wenn du zum Beispiel die Akten da voll hast von dem Zombie und du den Endboss besiegst zum Beispiel, kriegst du den Skin, den Zombie-Skin. Der Untote. Ein Ghost? Mhm, der ist richtig geil. Nicht den Ghost selber. Nein, nicht den Ghost, sondern den. Das ist so ein Untoter mit langen Haaren. Richtig geil. Der erinnert mich ein bisschen an WoW-Zeiten. Zombie-Skin ist. Muss ich mal nachher mal googeln. Steht's denn überhaupt? Warum komme ich in solchen Lobbys rein, wo es 59 zu 71 steht, Alter? ich check das Drecksystem nicht, Alter. Ja, da musst du die Akte 3 durchspielen. Wie läuft das überhaupt bei dir, Marcel, bei Streamboost mit den Klicks? Ich hab das schon lange wieder abgestellt. Ernsthaft? Ja. Wie viel hast du bis jetzt? Also im Ganzen, warte einen Moment, schauen.
glaube, bei mir sind 10 Cent oder so rumgekommen, weil ich einmal über meinen Link bei Gamers Only bestellt habe. Dafür 10 Cent ist ein bisschen mau. Digga, die kennt mir schon mehr ein zurecht, ey. Ich habe genau 1 Euro. Wow. Für 50 Klicks. Ja, und das ist. Das hat nix. Ja, aber gut, 1 Euro ist 1 Euro. Ja, stimmt schon. Kleinvieh macht auch Mist. Und vergiss nicht, du musst diesen 1 Euro auch versteuern. Das ist wirklich nicht zu spaßen, die Scheiße. Ja, Mann! Oh, ich. Beppo, wenn ich das nicht gekauft habe, was im Paket drin ist, muss ich trotzdem einen Preis draufschreiben? Digga, ich wollte. Du musst einen fiktiven Preis dann angeben. Wie viel kostet so ein PS3-Controller? Ja, geh auf Amazon. Nicht auf Amazon, ich auf. Schreib 60, damit das versichert ist. Ja, schreib einfach, guckst auf eBay, was so ein Controller kostet, und dann schmeißt du den Preis drauf, weil die machen das auch nicht anders. Oh, nee, Leute, ich hab keinen Bock auf Call of Duty, Alter. Ich hab den halt nur repariert. Ich hab ihn nicht gekauft, ich hab ihn nur repariert. Mach ein Blatt drin mit einem Finger drauf. Ich will den Scheiß loswerden und ich werde ihn nicht wegschmeißen. Dann spende ihn. Nein. Ich könnte es gar nicht. Die Sachen bedeuten ihm was. Ich kann das nicht wegwerfen. So ein PSI, 30 Euro. 30. Die Funko Pops kosten nochmal 45. Ich mach einfach 50. Ja, 60, wie ihr sagt, ich mach einfach 60. So. Also, das ist Abi, das ist Marcel, jetzt kommt Salvo dran. Du musst das hier alles auf Französisch draufschreiben, Beppo. So behindert. Du schickst es in Deutschland und du musst es auf Französisch draufschreiben. Weil die auch Französisch können. Ja, Salva kann kein Französisch, wenn es auf Französisch draufsteht. Lieber Aral, schick mir dieses Bier, das so schön prickelt in meinen Bauchnabel. Ich hab vergessen. Was habe ich für ihn? Ah ja, stimmt. Okay. Nee, Kim, gell? Ich warne dich, bitte. Nichts ist Extremes oder was weiß ich. Es ist ja schon fertig, ich schreib's ja gerade auf. Nicht, dass da irgendwie so noch zu irgendwas noch kommt. Salva. Beppo weiß, was ich dir gekauft habe. Frag Beppo, ob es schlimm ist. Lass es gut versichern. Nicht, dass du es verlierst, es ist teuer. Du bist so ein dummes Arschloch. Come on, Beppo, ich hab's dir gezeigt. Er macht's witzig, ich mach's wirklich ernst. Beppo, hör jetzt auf, er kriegt Angst. Sag es ihm bitte. Nee, ich sag ihm nicht, was es ist. Nein, aber sag ihm, dass es jetzt. Sag ihm, dass es nicht so teuer ist. Es ist nicht so teuer. Hey, es ist ein neues Event in 2 Tagen mit Dune-Charakter. Ich bin nicht gewohnt, seinen ganzen Namen zu schreiben. Was schreibst du aber denn? Kerzen! Ah ja. Eine Taschenpussy. Ah ja. Die bräuchte ich, wenn dann, ja. Nee. Nee, also Marcel, so nah stehen wir uns dann aber nicht. Warum eine Taschenpussy? Ist so ein nices Geschenk. Ich schenke dir doch keine Taschenpussy, bist du Verena? Ja, warum denn nicht? Dann hätte ich wenigstens abends für eine Stunde. Wie würde? Mal sowas benutzt. Taschenmuschi, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich gut anfühlt. Jo.
Aber eine, die vibriert, nicht eine manuelle, sondern eine, die noch vibriert. Fühlt sich das echt an wie eine Pussy? Nö. Ah, ich weiß nicht mal, wie eine das Pussy ist halt. Anziehen. Ich meine so vom Gefühl her relativ ähnlich. Da ich jetzt mal so, kommt immer auf ein Modell drauf an. Ich hatte eine für. Was hat die gekostet? Irgendwas in den 80ern, glaube ich, hat die mal gekostet. Die war schon relativ realitätsnah, sagen wir mal so. Aber du musst halt trotzdem noch mit der Hand arbeiten. Ne? Also das Feeling ist immer noch nicht da. So, und wenn du so eine richtig teure Gummipuppe hast, also die aus Silikon, die halt gefühlt jedes Loch dehnen kann, da glaube ich, wäre es schon anders. Ich glaube, da wäre das Gefühl sehr realitätsnah, weil du da halt selber Körperarbeit machen musst, ne? Und nicht nur mit der Hand. Ja, und dann, so, kriegst du da dann küsst du da ein Stück Plastik. Mhm. Ey, du sollst ja nicht küssen, du sollst ja nicht. Ja, aber das gehört für mich dazu, Mann. Keine Ahnung. Es gehört bei mir auch dazu. Aber einer richtigen Frau kommt das natürlich nicht. Wer leckt da bitte schon an einer Taschenmuschel? Manche machen sich das natürlich auch mit einem Schwamm und was? Mir wird gerade so schlecht. Also ganz im Ernst, der Aufwand lohnt sich ja nicht, das sucht dir eine Frau. Ne? Ist das so Art Attack für Erwachsene mit dem Schwamm? Es gibt so ein. Kennt ihr nicht diese Videos, wo die Leute posten, was das für Taschenmuschi-Variationen gibt? Nee. Was hast du für eine For You-Page? Ich glaube, ich hab andere Sachen als du, Mann. Ich weiß, dass man sich eine da zusammenbauen kann mit zwei Schwämmen und so einer Pringles-Dose und so, das habe ich schon mal gehört. Ich kenne das mit so einem. Kennt ihr diese Senfgläser, die ihr ausspült und als Trinkgläser nehmen könnt? Ja. Ja, damit kenne ich das und dann ein Schwamm. Oder zwei Schwämme, je nachdem, und dann ein Gummihandschuh drüber und ein bisschen Vaseline rein. So kenne ich das. Ich kann kotzen. Ihr habt es so einfach. Ihr habt es auch einfach. Ja, könnt euch da einen halben Fuß reinstecken, Alter. Nein, denkst du, ich steck mir sowas rein, bist du dumm? Eine Zucchini. Oh. Oh, ihr seid so ekel. Ah, Mann, jetzt tut das weh. Weil ich mir das so vorstelle. Au. Sein Ekelhaut. Jetzt tut das weh. Ich hab nichts gesagt. Oh, Mann, ich hab überall was vergessen, ne? Er kriegt das nicht. Er kann sie ins Knie ficken gehen, aber Marcel halt. Was kriege ich? Du kriegst noch ein extra Paket. Krieg ich jetzt doch eine Taschenmuschi? Niemand kriegt eine Taschenmuschi. Und wenn, dann würde Salva eine bekommen. Hätte es auch. Mann, ich muss Salva jetzt draufschreiben, wie viel das gekostet hat. Das geht mir jetzt gar nicht. Du musst ja den Preis draufschreiben. Keine Angst. Du hast 6 Stellen frei. Aber mich würde das jetzt interessieren, was für Pakete machst du? Machst du das jetzt Weihnachtsgeschenke oder machst du das jetzt einfach so, das Verfahren? Das sind Weihnachtsgeschenke, Kinder. Oh. Und mehr. Okay, ich bin mein Cyber bei. Okay, das sind oben. Bist du noch vierstellig? Dreistellig. Er wird sauer sein. Soll ich einen anderen Preis draufschreiben? Ja, einen symbolischen Euro. Keine Scheiße. Einmal Monatslohn drauf. Matsch, Mann. Hier, das ist nicht mal eine Tankfüllung. Ich meine, das ist nicht mal eine Tankfüllung, wenn ich ehrlich bin. In Deutschland schon. Ich sehe gerade, bei mir haben 85 meiner Follower nur die Benachrichtigung aktiviert, ey, von 108, beziehungsweise jetzt 170. Ist das so ein Schmutz? Ich hab sie an. Wo sieht man das? Ich hab sie ehrlich gesagt nur bei dir an, Bibi und Beppo. Wenn du auf Analysen klickst und dann Stream-Übersicht und dann ganz unten wird Live-Aktion. So. Jetzt kommt Jana. Jana's Adresse nicht.
Die kann keine Taschenmuschel bekommen, die muss ein Dildo bekommen. Alter, das ist voll hier. Also tue ich doch eine Freundin. Ich bring den Pupp und dann fickt ihr da irgendeine Frau. Das ist besser. Nee. Ich zahle doch nicht fürs Vögeln, Alter. Also als hättet ihr Probleme rauszugehen und irgendeine Frau anzuquatschen. Man kennt ja nicht die Pornos. Kennt ihr nicht die Pornos, wo sie eine Frau einfach so mitnehmen und die dann knallen? Fake-Taxi? Dazu muss man erstmal ein Auto haben. Nein, einfach Stroh in die Ecke schmeißen. Ich bin mir sicher, wenn ihr in die Stadt oder in den Club gehen würdet, halt, dann würdet ihr bestimmt jemanden abschleppen. Marcel schmeißt auf der Arbeit Stroh in die Ecke und dann, wenn jemand das fragt, dann sagst du, blass mir ein. Warum hast du eine Maske auf? Ich selber habe schon Probleme damit, Frauen anzuquatschen. Es reicht schon, dass ich auf Arbeit damit aufgezogen werde. Weil ich habe da so eine im Auge, eine Kundin von uns. Man soll professionell bleiben. Ich bin sagst professionell, du, ich habe ihr... die sich Pickel aufdrücken lässt von ihrer Seite. Ich hab ihr professionell einen Mantel verkauft für ihren Hund. Oha, was für einen Hund hat sie denn? So ein Mischmasch aus, Labrador und irgendwas anderes. Also so aus Rumänien ein Hund. Hallo, ich hab auch so einen. Bitte, sonst hol ich ihn hierher und dann redest du mit ihm persönlich. So, und die hat halt, die ist ein bisschen kleiner als ich, also die muss um die 1,75 groß sein. Hat lange braune Haare, gelockt. Hey, das ist nicht klein, ich bin so groß. Das ist klein, ich bin 1,86 oder 1,85. Junge, ich bin 1,60, was bin ich denn? Minion? Zwerg. Du bist Minion, ja. Alles unter 1,70 ist Minion. Ich bin Standgebläse. Hier. Wo ist meine Kamera? Da ist meine Kamera. Standgebläse. Ja. Sie ist ein Dyson-Staubsauger. Ich hab das versucht, meiner Chefin zu erklären, wer das ist, weil ich hab ihr Insta-Profil nicht. So, und dann, hat sie gesagt, na dann frag sie doch nächstes Mal nach ihr Insta. Ich so, ja, das mach ich auch. So, meine Kollegin lernt, du fragst sie niemals nach ihrem Insta-Profil. Sag doch ihre fucking Telefonnummer, was seid ihr denn für Menschen? Ja, aber dann bekommt einen harten Kopf, ja, ich bin schon vergeben. Ich hab schon einen Freund. Ja, trotzdem kannst du mir deine Nummer geben, du Fatze. Weißt du, für Chaka neben. Können wir uns Nummern austauschen, damit wir uns Bilder von den Hunden schicken können? Ja, ich hab meine Nummer verloren, gibst du mir deine? Du hast aber ein süßes Hundebaby. Komm, jetzt zeig dir ein richtiges Hundebaby. Hat dein Hund schon einen Papa? Fühlst du dich alleine? Wie sagt Bibi immer, Bibi, wie sagst du das immer mit dem Einsamen? Bist du einsam? Ja. Du bist einsam, ich bin einsam. Darf ich dich einsam? Oder, hi, ich heiße Jeff. Und der schlimmste, den ich einmal hatte, war mit dem Engel. Hat das wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ich muss sagen, ich habe übelst krass gelacht und dann habe ich mit ihm geredet und er war echt lustig. Aber er hat trotzdem nichts bekommen von mir. Bist du behindert? Ich halte nichts von Almosprüche. Also wenn ich anspreche, dann spreche ich richtig an, von wegen hier. Ja. Ich finde das hier interessant. Ich finde die attraktiv, wie auch immer. Bla bla. Soll ich dir meinen Hasen zeigen? Ja, aber ich mach die Leute nicht an. Ich werde angemacht. Ich, Dein Hund hat aber einen großen Knochen. Soll ich dir mal meinen großen Knochen zeigen? Ja, Digga. Die meisten Männer trauen sich gar nicht heutzutage. Ja, ich sehe es immer wieder. Ich weiß noch, damals nach der Corona-Zeit war ich auf einer Halloween-Party auf unserer Partymeile. Und ich habe mich fremd geschämt, als ich die Jugend da sah, wie die Frauen aufgerissen hat. Mhm. Nee, die haben keine Freien, die haben Chayas aufgerissen. Wir werden nicht mal mehr Frauen genannt von solchen Typen. Oha, ich habe das erstmal von Streambee eine 10 von 10 gekriegt. Whoop.
So, meine Habibis, jetzt habe ich alle eure Zettel fertig. Und jetzt kommen noch eine eure Weihnachtskarten, die muss ich noch alle schreiben. Und dann kann ich abschicken. Merry Christmas, fertig. Siehst du einfach nur so, so auch. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Happy Christmas. Du siehst nur so unser Gesicht ausgeschnitten auf einer Karte und dann unten so gezeichnet als Weihnachtself. Guckt euch diese süße Karte an. Guckt euch diese süße Karte an. Da warte mal. Jetzt hast du uns die Karten gezahlt. Nein, hier ist meine beste Freundin, die kriegt ihr nicht. Sie kriegt die hier. Bibi, du hast noch nie eine Karte von mir bekommen. Glaub mir, das ist so deep shit, Mann. Esther, ist da noch die goldene McDonalds-Karte dabei? Nee, du hast keine Karte mehr, weil du so dumm bist. Ah, gut. Sie legt dir noch 1 Euro drauf, damit du einen Cheeseburger holen kannst. Nein, ich gib's mir alle auf. Hier, schau, ich hab da auch noch welche hier. Die sind auch alle schön original verpackt. Habt ihr lieber grün oder rot? Grün. Ich bin eher blau-Fan. Grün oder rot? Also mein grün, also ich hab grün am meisten an. Rot. Sofa. Dementsprechend. Okay. Hier mal sagen, lass dich Bayern reich beschenken. Beppo kriegt eine rote. Beppo, ich habe gerade gecheckt, dass es auf Französisch draufsteht, deswegen kriegst du eine rote. Was? Watzalva kriegt dann die hier. Ey, ich mach mir Mühe, ha? Ich mach mir echt Mühe, das merkt ihr hier. Ich mach hier nicht irgendeinen Scheiß, ne? Ich schreibe eine Review drüber. Also Avi kriegt keine. Avi kriegt nur seinen Scheiß zurückgeschickt und dann ist der Junge für mich gestorben. So. Das hier kriegt Marcel. Ich glaube, ich schreibe eure Namen schon auf die Karten. So richtig schön hübsch. Später habe ich einfach die von Marcel geschickt bekommen. Ich kontrolliere das. Also hier ist Marcel. Ich habe noch nie so viele Geschenke verschickt für Weihnachten. Ne? Fühlt euch geehrt, dass ich das mache. Ich habe euch so lieb, dass ich das mache. Nee, Salva kriegt was anderes. Digga, warum mache ich denn jetzt schon mehr so ein 5000er Bing? Ping, so. Dein Nachbar wird sich irgendwas runterladen. Porno. Ja, nee, ich weiß, woran das liegt. Das hier ist. Ich bin Discord wieder am Rechner. Ja, ich weiß jetzt auch, woran das liegt. Woran denn? Das ist nur, wenn ich eure Kameras anhab. Na dann guck uns auf Fressen nicht. Habe ich jetzt auch ausgestellt. Hier ist. Nee, das ist Salva. Das ist Beppo. Hey, kann man mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es an den Kameras liegt. Ich hab eure Kameras jetzt ausgestellt, jetzt läuft's wieder flüssig. Ich mach mal wieder an. Ich guck immer, ne? Ich kann es mir nicht vorstellen. Mach mal nur Tims an. Ja. Jetzt funktioniert es. Also. Ich so meinen fetten Pickel. Guck, man sieht den. Ich schäme mich. Ich mach eure drei jetzt mal an, mal gucken. Wie lange meine Sekretärin wird ihn dir ausdrücken. Da ich hab den ganzen Tag dran gedrückt. Okay, Kim, lass mal, ich hab hier, direkt hier einen. Direkt hier. Ja, ne, alles ist aufgebracht. Das ist Schalber. Ich muss hier räumen, Mann. Ja, Hauptsache ich bewege mein. Achso, das ist wegen dem Kabel. Oh, lol. Ich wollte gerade sagen, Hauptsache ich bewege meinen Monitorarm und mein. Monitor bewegt sich auch. Jetzt. Ich muss mir da noch was einfallen lassen, ey. Ganz Kabellage hier. Ich glaube, jetzt habe ich euch alle. Oh. Okay, jetzt momentan geht's noch. Zell, Jana. Du siehst nur hier meine Leiche liegen und der Gegner liegt einfach mit seinem Kopf zwischen meinen Beinen. Sieht man das hier drauf? Ich habe keine Farbe für Alessandra. Was? Ui, Beppo hat als einziger reagiert. Ich hab gerade so meinen PC geguckt, echt so. Was?
Wir werden sich einen Schock, Mann. Das war schon link. Was für eine Farbe passt hier gut drauf? Schwarz. Schwarzen. Auf farbigem Untergrund immer nur schwarz. Ja, das war alles sonder. Schwarz wie meine Seele. Kann einer für mich zum Automaten oder zur Tankstelle rennen? Ich habe nur noch 2 Zigaretten. Du weißt, wenn ich wieder in Urlaub wäre und 10 Minuten neben dir wohnen würde, würde ich es auch nicht sagen. Bedien dich, komm her. Bedien dich. Bedien dich. Ja, ich geb dir hier eine Schachtel davon ab. Siehst du? Marlboro ist mir aber zu leicht. Trotzdem vielen Dank. Wie zu leicht? Wie mir zu leicht? Muss Goliath rauchen. Ohne Filter. Rothändler ohne Filter. Ich glaube, das kannst du die Kippe noch stärker machen, indem du die Kippe anlegst. Die anzünden. Aber trotzdem stark. Hier raus soll's, keine Ahnung. Ich hab mit Dark Strike, danach LM und danach bin ich von LM auf Marlboro. Ich rauch schon seit fast 20 Jahren, ey. Also ich rauche nur LM. Lehrlings Marlboro. Nee, ich könnte, ich kann kein Marlboro rauchen. Hallo Bettwurst Mitbewohner. Die Sache ist die, weil viele Leute sagen, ich weiß nicht, wie die immer auf die Idee kommen, die sagen immer so, ich sehe dich eher Marlboro rauchen. Sag ich, nee, das kann ich nicht. Weil das ist die Marke, die mein Vater immer geraucht hat. Ich habe auch immer die von meiner Mama geraucht. Also ich rauche entweder mal, ich Benson Hedges, also die schwarzen Winston. Oder Burton, die etwas günstigeren. Was ich gerne feier, sind die Dinger, die gibt's aber nicht mehr, die Pink Elephant. Ja, die gibt's nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. Die haben richtig gerne Herdbeere geschmissen. Ich mach mich immer lustig über die Chefin von der Kasse, weil die raucht immer diese Kippen, diese ultra dünnen. Da sag ich immer, das sind Kippen für die Prostituierten. Vogue. Vogue heißen die. So, zack, jetzt hab ich wieder den Ping. Jetzt mache ich eure Kameras mal ganz schnell aus. Rauchst du vom PC? Ja, aber nur beim Zocken. Sonst stelle ich mich immer vom Balkon. Ich dachte, Herz, oder dein PC. Entweder rauchst du oder dein PC ist am Rauchen. So schnell raucht mein PC. Ja, nur weil ich die Kamera von euch anhabe, jetzt raucht mein PC. So ungefähr, ja. Nee. Ich hab vorhin mal geguckt, welche Anforderungen Dead by Daylight auf dem PC braucht, ne? Ich weiß nicht, ob meiner das schafft. Was braucht der denn? Er braucht nicht viel. Ich glaube 16 GB RAM. Warte, kann ich dir sagen? Ich 8 GB RAM Minimum, i3 4100 oder AMD FX 8100 und GTX 460 Minimum. Empfohlen wird ein i3 4100 oder AMD FX 8300 oder höher. 8 GB RAM und eine GeForce 760 oder höher. Ich würde dir empfehlen, Roblox anzufangen zu spielen. Das hat weniger Ressourcen. Ich habe die 960er drin, 16 GB Arbeitsspeicher. Also rein theoretisch könnte ich das zocken. Alter, hätte ich den PC wie Kim, da hätte ich nur noch COD drauf gespielt. Die Grafik ist ultra.
Ja, da brauchst du auch einen perfekten Monitor. Ja. Kannst du nicht mit. Nicht dumm. Wieso? Hauptsache, Steam kostet. Das Paket vernichtet mich gerade. Hauptsache, der BDL kostet bei Steam. Ich komme nie klar mit den Sachen von der Post. Ah, Mann. Wo ist meine Maus jetzt? Uninteressant, wie sie Pakete haltet. Meine Mom hat mir die geschenkt, weil sie nicht braucht. Und die kosten echt teuer. Das sind die von der Post. Ja, ich weiß, das sind Evils teuer. Also ich habe Glück. Meine Mom hatte ein großes und da kriege ich zahlreiche Sachen, weil das hat mich echt aufgeregt. Aber ich check das nicht mit dem Umknicken hier. Ich hab auch schon das neueste Headset schon gesehen. Ja, das weiße von Astro. Aber das müsste doch nicht so zubleiben. Warum bleibt das nicht zu? Darf ich das hier so runterdrücken? Ich weiß nicht, ich hab die Dinger nur einmal gesehen. Was? Die Kisten von der Post? Ja, ich hab nur einmal müssen was wegschicken. Ja, die Sache ist, ich hab meinen Schmuck in den kleinen Briefen weggeschickt. Also, das hier ist, glaube ich, für Marcel oder Jan. Weil ich kann es kaputt machen. Was ist für mich? Das hier, glaube ich, wird deine Kistchen sein. Du kriegst eine schwarze. Eine Blackbox. Ich mach die Kamera nochmal an. Es ist nichts drin, es ist eine leere Box. Mir dann weißt du, wie die Box aussieht. Ja, die Kamera lädt gerade. Also, du weißt jetzt dein Geschenk, du kriegst eine leere Box. Es steht Luxemburg drauf. Du bist schon weg. Das ist meine Box? Ah, okay. Das ist deine. Sag mal, Salva, hattest du einmal schon bei King Green so diese Mystery Books gekauft, wo du einfach 3 Spiele bekommst für knapp 3 Euro? Wo? Bei King Green. King Green, ne, kenn ich gar nicht. Oder du machst es? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich was bringt, diese Mystery Books. Da kriegst du dann so 3 zufällige Spiele für 3,43 Euro. Von was für eine Konsole sprechen wir da? Die sind echt groß, diese Box, Mann. Ich mach die trotzdem auf. Ist gut, dass ich geguckt hätte, sonst hätte jemand von euch das Geschenk für meinen Papa bekommen. Alter, hier so ein Switch-Spiel, also wenn ihr Lust habt. Ja, also RPG mal rum, da sage ich nicht nein. Hallo Mann, ich hab echt lange gesucht für diesen Mann. Ich hab ihm ja schon den Akkuschrauber gekauft. Den er schon benutzt hat. Der benutzt hat und aufgemacht hat, der Fenner. Und da stand mein Name drauf, ja, aber Papa, echt. Die Figuren vom Beppo, Mann, die finde ich geil, Mann. Die von Star Wars, die sind arschteuer, die Dinge. Das sind ja nicht die von Beppo, das sind die von Brian. Von? Brian, sei mit dem Dinger. Die sind arschteuer, die Dinger. Das sind nicht mehr, was ich sagen. Alter, ich bin zu klein. Ja, heute ist das letzte Mal, wo ihr sie seht. Achso, ja, stimmt, du tust alles neu. Immer wir, ne? Ja, morgen müsste normalerweise mein PC schon im anderen Zimmer stehen. Ich verstehe den Papier. Hast du auch eine Insta360-Kamera gekauft? Nee, mein Setup wird später weiter ausgebaut. Erstmal muss ich, nachdem jetzt mein Zimmer fertig ist, muss ich mal mein Bett bauen. So, aber ich verabschiede mich jetzt. Muss er wieder früh hoch. Musst du arbeiten? Nee, ich muss zum Termin nach Rendsburg. Das heißt, 1,5 Stunden Zug fahren, 1 Stunde warten, Termin, 1,5 Stunden wieder zurückfahren. Geil, das macht Spaß. Ich hab mal geguckt. Wegen
Auto mieten, aber das ist halt Schwachsinn. Was für einen Termin hast du denn? Na, wegen Jona. Ach so. Wenn ich jetzt mal gucke bei Carsharing in Hamburg. Das nimmt überhand hier langsam. Weißt du, was billiger würde? Lieber Marcel, mach Carjacking. Ja. Kennst du das nicht? Blauen Marcel, das nennt man Clown. Ach so, ja. Das ist so à la GTA. Ja, einfach ein fahrendes Auto und sich davor stellen, den Fahrer rausschmeißen und wegfahren. Fragst aber noch die Adresse, sagst du, ich springe ihn später zurück. Ich leih ihn nur kurz aus. So, oh mein Gott, ich bin fertig. So. Jetzt muss ich nur noch Karten schreiben. Ich darf meinen Eltern keine Karte schreiben. Ich finde das so doof. Wieso? Mein Papa will das nicht. Ich habe vorletztes Jahr eine Karte geschrieben. Und ich habe halt alles geschrieben. Papa hier, Papa da. Da hat er angefangen zu weinen. Dann meint er so das Jahr darauf so, ich will keine Karte mehr haben. Ja, jetzt darf ich keine mehr schreiben. Dann kriegt ihr halt welche. Schickst du auch Kaffee hineingeschenkt? Ja. Ich musste so lachen, ne? Ich habe die Namen überall drauf geschrieben. Das ist Kevin. Sind da V-Bucks drin? Bei Salva ist Bibi. Kevin ist Kevin, Salva Bibi. Ja, ups. Also Alexandra hat sowieso den schönsten. Da steht My Person, meine Person. Der rote Umschlag. Ja, hier ist meine Person, mein Leben. Bibi, Kevin. So, die schreibe ich jetzt die nächsten Tage noch fertig. Kann ich mich hier nicht anmelden. So, ich hoffe, dass alle Geschenke ankommen. Das nervt mich jetzt schon. Ja, wird schon schief gehen. Wenn du sie abschickst, musst du sie eigentlich auch versichern. Kriegst du dort auf ihren Sendungsnummer so, wo du sie... Ja, aber das ist scheiße teuer. Da muss ich, also ich muss bedenken, Bibi, das sind aber jetzt... Marcel, du... Jana, und das sind 4 Pakete. Das ist halt das Problem. Ich muss gucken, halt, wie ich das mache. Ich bin froh, wenn das alles weg ist. Ich habe gesehen vorhin, dass MadMad heute in der Free Fortnite gespielt hat. Ich habe, vor ein paar Tagen habe ich bisher mit ihm geredet, ja. Okay. Jetzt fängst du an zu jaulen. Ich mach doch gar nichts. Wer? Mein PC. Was für eine Wasserkühlung hast du drinnen? Eine hübsche. Eine automatische Wasserkühlung oder musst du selbst fürs PC halten? Also mir wurde nichts erklärt. Also hoffe ich ganz stark, dass es eine automatische ist. Beppo hat den PC erstellt. Dann musst du dich schon informieren. Nee, es ist eine automatische. Danke, Bebs.
Hippo ist herzlich eingeladen, hierher zu kommen und sich das Ganze anzusehen. Er weiß, wo ich wohne. Ja, ich hab die Adresse. Genau. Du kannst auch ruhig mal abends hier, wenn das dein Geschenk ist, kannst du auch hierher kommen, wenn du willst. Ich kann zu dir auf Arbeit kommen, nur du hier, das ist, wie du willst, ne? Ich kann auch abends vorbeikommen. Wir können was fürs Essen dann oder so, wie du willst. Ich will Knuff sehen. Ach, Knuff hat sich echt verschlimmert die letzten Tage. Mit dem Rücken? Generell, er fängt an, gegen Türen zu rennen und ich glaube, er wird blind. Er ist 10, ne? Irgendwann wird er auch der Löffel abgeben. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber... Ja, okay, die kleinen Hunde, die leben nicht so lange. Doch, die leben länger als die großen. Ja, sehr oft. Ich denke, Paki wird alt, weil Paki ist ein Streuner, weißt du, so nicht reinrassiges Vieh. Und die werden immer so uralt. Und Paki hatte auch noch nicht viel. Paki hat nur diesen Scheiß mit den Analdrüsen, wo du dann... Ja, ja, weil mein ein Handwerker, der hat ein Border Collie, der hatte aber auch schon 12 Jahre. Warum schreist du so, Baby? Was wolltest du sagen? Ich wollte was sagen. Und sag was, mein Schatz. Wegen Knuff. Ja, du hast das ja gesagt mit dem Baby. Ich kenne das, das oder so. Wenn das bei Ihnen schon anfängt, dann würde ich euch empfehlen. Das hatte nämlich mein anderer Hund auch, den ich selbst einschläfern musste. Er hat den Bandscheibenvorfall bekommen. Hm. Er darf nicht mehr Treppen steigen. Oder das macht er nicht. Ich trage ihn jede Treppe. Auch bei also hier hat er ja keine Treppen, er geht nie ins Treppenhaus. Und zu Hause bei meinen Eltern, da sind vorne so 3-4 Treppen und da tragen wir ihn immer hoch und runter. Das machen wir aber schon seit einem Jahr. Das darf er definitiv nicht, weil... Er geht keine Treppen mehr. Er bleibt vor der Treppe stehen und dann wartet er, bis jemand ihn trägt. Ja, weil das kann sehr, sehr gefährlich enden, weil das hatte ich bei meinem Hund. Quasi, der ist rumgekippt, einfach so, er hat einen Bandscheibenvorfall bekommen. Und das dann war er konnte einfach nicht mal laufen. Also nicht die Treppen, sondern er war auf dem Sofa, er wollte sich strecken so. Mhm. Und dann ist er irgendwie umgefallen, konnte er sich nie mal bewegen. Ja, genau. Ging gar nichts mehr und dann waren wir beim Tierarzt und ging halt echt nicht mehr. Mhm. Geweint, wir alle. Der Hund hat aber echt gelitten. Und das hat keinen Sinn, wenn du dann weitermachst. Ja, die hat uns 12 oder 14 Jahre lang begleitet. Ich habe sie damals aus der Mülltonne rausgeholt. Mhm. Bei uns in Italien habe ich sie genommen und habe sie halt nach Deutschland rübergebracht. Habe sie impfen lassen, entwurmen lassen, alles, alle Tests. Und da war sie echt ein Welpe. Ja, ich will so gar nicht so ran denken bei Knuff. Das war ein Schäfer- und Dackel-Mix. Ja. Ja, das ist, tut schon weh. Wir denken nicht dran. Wir denken nicht dran. Wir haben meinen ersten Hund damals bekommen, weil der Typ eine Anzeige. Das war früher, das war 1998. Hat der Typ eine Anzeige gemacht, Beppo, stell dir vor, in der Zeitung. Und da stand, Welpen zu verschenken, wenn nicht genommen, getötet. Was? Meine Eltern sind da hingefahren, er hat alle Welpen erschossen. Er hatte sie alle erschossen, bis auf unseren. Und meine Eltern hätten alle mitgenommen, aber er hat sie alle erschossen schon. Und da haben wir unseren noch mitgenommen, ja. Und Kaya ist dann, Kaya wurde 13 oder 14. Ja, ich hatte die echt bis ich war voll, ich glaube volljährig, ja. Ja. Der nächste Hund, wenn ich mir den holen sollte, wird entweder diesmal wirklich eine Bulldogge, eine französische Bulldogge, oder ein Dobermann. Oder ein Streuner. Ach, was ist gegen Streuner? Habt ihr Packi gesehen? Das ist so eine süße Knütteltasche. Gegen Streuner. Mal keine Zigeuner. Die sind schön, ja, die überleben. Alter, also, hast du meinen Hund einen Zigeuner genannt? Bei uns sagt man das so. Papi, hast du gehört? Zigeunerhunde. Er ist kein Zigeuner. Er ist ein Geschenk. Er ist ein Geschenk. Aber Zigeuner sind ja auch der falsche Ausdruck, so, wenn er Mischlinge.
Aber er ist ein Zigeuner. Ich nenne ihn jetzt ein Zigeuner. Das ist mein Zigeuner. Also ich wurde so aufgezogen, jetzt checkt euch das mal. Ich wurde so aufgezogen, meine Eltern haben die Hunde aufgezogen, als wären es Geschwister von mir. Das heißt, wenn man mich über meinen Labrador fragt, sehe ich meinen Labrador schon krank als meine Schwester. Naja, bei mir genauso. Ich sag schon, meine Schwester, easy. Ich sag auch zu meinen Hunden, sage ich immer, deine Cousine und Oma und Opa. Ich brauche Kinder. Wie lange macht sie noch? Ich hätte gesagt, rauchen wir noch einen und danach gehen wir alle. Ja, ich würde sagen bis halb. Spätestens. Ich bin ja jetzt safe bis nächstes Jahr mit meiner Bewertung. Kennst du den richtigen Joker? Der von Miami? Hä? So viele Fragezeichen. Du kennst doch diesen, bei GTA 6 gab es ja doch diesen Trailer. Ach du mein Gott. Und da war dieser Häftling da. Ah ja, ich hab den gesehen, ich hab den live gesehen, der hat geredet. In dem Video, dass er die Vorlage war. Genau, genau. Und jetzt hat er den verklagt an Rockstar Gaming. Ja, hätte ich auch gemacht. Er ist ja nicht dumm. Wie viel Geld kann er da rausziehen, bitte? Warte. Aber es ist nicht nur er, ha? Alle anderen wurden auch von so Videos genommen. Aber sie haben anscheinend in GTA. GTA ist halt auch viel aufgebaut, wie die Welt heute ist. Dass zum Beispiel, du hast auf deinem Handy sowas. Also, du hast ja ein Handy in GTA. Und da soll sowas ähnliches wie TikTok drauf sein. Nee, das gibt's ja. Das ist das Ding. Und ich finde das so dumm. Ich finde das so dumm. Ja Gott, noch zwei Wochen, dann habe ich Urlaub. Noch zwei Wochen. Ach, Peppo, hast du schon die neue Folge vom Ding gesehen, von One Piece heute? Nee, die habe ich noch nicht geschaut. Gänsehaut. Gänsehaut, deines Wort. Fällt Heiligabend echt auf den Sonntag? Was ist denn das für ein Arschtag? Natürlich, dafür hast du Montag und Dienstag frei. Ja, aber die Versicherungen haben auch normalerweise am Heiligabend den ganzen Tag frei. Wir nicht. Ja, das ist echt dumm, Mann. Ja, aber dann kannst du Samstag hier noch viel einkaufen gehen. Ja, okay. Ich war einmal an Heiligabend noch Geschenke einkaufen. Da meinst du, da wären 1000 Leute, ne? Das stimmt gar nicht. Das war richtig easy. Silvesterfahrt fällt ja auch auf Sonntag. Ja gut, für Geschenke ist ja kein Problem, aber versuch mal am Samstag zum Beispiel Lebensmittel noch kaufen zu gehen. Meine Eltern lassen sich das nach Hause liefern von so einem... Weil, hör auf, die Leute kaufen ein, du glaubst, die Welt geht unter. Ja. Es ist ja dieses Geschäft offen da am 25. Nein, die sind sogar geschlossen, Pulse Hunter. Gut, du geht kein Zero Worker. Center ist das ganze Jahr über offen, außer zwei Tage im Jahr. Und das ist Neujahr und Weihnachten. Das ist brutal. Ich würde da nicht arbeiten, ich würde mir die Kugel geben. Ich wollte schon sagen, ich habe gesagt zu Kevin so, ja, wenn ich die Stelle im Krankenhaus bekomme, muss ich Heiligabend nicht mehr nach Hause kommen, weil du hast ja Schicht im Krankenhaus. Habe ich so gelesen, die arbeiten nur bis 16 Uhr. Scheiße. Muss ich trotzdem kommen? Hast du da eigentlich schon eine Zusage bekommen oder sonst irgendwas? Nein, ich habe da nichts bekommen. Das war eine Antwort. Die Sache ist, wir haben noch ein Krankenhaus. Aber ich mag dieses Krankenhaus absolut nicht. Und da, ich weiß nicht, ob ich mich da bewerben will. Geh ja, Bash. Nein, ich habe mich beworben hier um Kirschbirsch. Und das andere ist Zerjal zu Strohsinn. Und das Krankenhaus ist absoluter Scheißdreck. Er hat ja... Bei uns wird eine neue Abteilung aufgemacht, ne? Und da hat mein Chef mich ja auch fragen wollen, ob ich da mitmachen will. Und er hat schon Luft geholt. Da habe ich sofort gesagt, du brauchst gar nicht zu fragen. Weil die beiden, die da arbeiten, vergiss es.
Das sind die größten Mobber, die wir bei uns im Betrieb haben. Da willst du nicht arbeiten. Geh zu Marcel ins Tiergeschäft. Kann ich Hündchen streicheln. Mhm. Auch ein Paradies für mich. Geh zu Fressnapf, Beppo. Nee. Geh zu Fressnapf. Obwohl, du könntest da helfen. Echt? Ja, weil meine Schwester sein... sein Freund hier war Manager vom Fressnapf. Ja, aber was bin ich da? Verkäufer? Gehst du in die Kasse. Weißt du, wie dumm das klingt? Das, ich habe ja jetzt immer nur Büroarbeiten gemacht, ne? Mich würde das so interessieren, einfach nur so Regale einzuräumen. Das ist langweilig. Ja, aber glaub mir, Büroarbeiten und Rechnungen zu bezahlen und sich als Rassist beschimpfen zu lassen, nervt auch. Und die tun abends übelst die Füße weh. Nur die erste Woche. Ich würde echt abnehmen, denkt ihr nicht? Nee. Dem hin und her gerinnen. Nicht unbedingt. So viel Schritte machst du da echt auch nicht. Also wenn du über 20 kommst, ist schon gut. Dann hast du sehr viel zu tun gehabt. Also ich komme, wenn echt viel zu tun ist, ich nur am Rennen bin, komme ich knapp über 20. Bin ich auf 22 oder so. Oh, aber ich verpiss mich jetzt. Habt ihr mal so einen Zauberwürfel mal gelöst? Mach gut, Marcel. Jo, bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Das macht schon Spaß, nur mit dem. Guck, wir reden hier über Arbeit und er labert über seinen Würfel. Bin interessiert die Arbeit. Nicht? Weil ich aber jeden Tag da sitze? Macht die Arbeit Spaß. Macht mir Arbeiten Spaß. Gibt es einen Menschen auf dieser Welt, dem Arbeiten Spaß macht? Gibt's, ich würde auch lieber in der Karibik sitzen mit einem Pina Colada am Strand. Gibt's viele. Deshalb musst du Chef sein. Das hat Vanessa mir auch schon gesagt. Vanessa meinte, ich soll so ein kleines Schmuckgeschäft aufmachen, aber ich habe keinen Bock darauf. Das wird sehr, sehr teuer. Loppen. Ich sterbe hier. Du machst viel Lärm, mein Schatz. Du machst sehr viel Lärm. Nein, mein PC. Das gefällt mir nicht. Wie er macht Lärm. Ich weiß. Na, das ist er. Kevins macht noch viel mehr Lärm. Das sind die Dinger, die nennt man doch. Die drehen. Lüfter? Belüfter, ja. Ja, das hat ja vorhin nicht so viel Lärm gemacht. Die kannst du, glaube ich, auch runterschrauben. Kann sogar die Farben ändern, wenn ich will. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Beppo sieht sich ihn sowieso an, wenn er mal hier ist. Hast du jetzt die DDR5 drin oder die DDR4? DDR5. Gut. Sehr, sehr gut. Ist man aber dafür. Weißt du, wie schlimm das gestern war? Meine Eltern kommen mit der Scheiße. Ich dachte mir so, ich kann doch nie das Geld bezahlen.
verweisen, das hat so weh getan. Wie lange machst du noch, Pippo? Ich geh zwar auch gleich schlafen. Ich muss morgen um 9 bei der Krankenkasse sein. Ist sie jetzt in der neuen Stelle oder immer noch in der alten? Was? Ist die jetzt im Kloster oder wo ist die? Nee, ich geh noch Titlein. Ah, ich bin Stadtkind. Ich bin aus dem Süden. Stadtkind. Oh, ich hab vergessen, meine Uhr aufzuladen. Scheiße. Jo. Dann weißt du nicht, wie spät es ist. Ich mach das jetzt noch, wenn ich ins Bett gehe. Ich habe mich auch so lange mit diesem scheiß Stream Deck gestern amüsiert, ne? Da bin ich so abgefuckt. Ganz scheiße weg. Ja gut, ich werde jetzt bis zum 22. zwar nicht mehr ankommen. Was? Ja gut, ich habe ja für den Test zu lernen. Was? Weißt du, dass ich durch Luxi erfahren habe, wann dieser Test ist? Dani hat mir das vorhin erzählt, dass du diesen Test jetzt hast. Ja. Und du warst angepisst, das jetzt noch vor Weihnachten. Ja, richtig. Ja, cool, das höre ich über dritte Person. Ich hatte geglaubt, ich hätte es dir schon gesagt. Nein, Daniel hat mir das erzählt vorhin. Er meinte, er hätte mit dir bis weiß was, halb vier geredet. Ja. Was musst du denn da alles lernen? Grundaufbau der Polizei, Historik, ist momentaner Lauf, luxemburgische Konstitutions, Politikaufbau in Luxemburg. Ah, nur die Arschlöcher und Schwule stehen an der Macht. Ganz einfach. Wir haben tiefsten Blick. 22, kriegst du das hin in 11 Tagen? Nicht, dass ich das nicht glaube. Aber es sind 37 sein. Seiten. Was? Das will ich in einem Tag auswendig lernen und du willst das jetzt jeden Tag, 11 Tage lang lernen? Ja gut, ich möchte halt kein Risiko eingehen. Ich werde die 37 Seiten einfach auswendig lernen. Ja, ich meine ja, ich werde das in einem Tag auswendig lernen. Ich bin Prokrastinat. Die machen alles am letzten Moment und deswegen geht's besser. Ich muss unter Druck arbeiten, sonst kann ich nicht arbeiten oder auswendig lernen. Aber ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Ich habe da ein bisschen Glück eher. Aber das kriegst du hin, Beppo. Es ist auf Französisch, ne? Ja. Es sind Gesetze. Das ist das, was mich am meisten nervt, weil damals musste ich die Konstitution auf Deutsch lernen. Das war ja okay. Aber ich muss sie komplett auf Französisch machen. Du weißt, Gesetze musst du auswendig lernen, Wort für Wort, ne? Weil sonst kann es sein, dass du ein anderes Gesetz da plötzlich erfunden hast. Ja, ich weiß. Wobei, das ist ja auch nicht schlecht, weil die Gesetze muss ich ja sowieso auf Französisch kennen. Ja, die musst du auswendig kennen. Ich hatte in der Schule nämlich Rechtswissen, oder wie nennt man das, und musste das auswendig lernen. Auch die bei den Versicherungen. Wir haben auch Rechte. Und die musst du auch auswendig lernen. Was ein Tier ist und. Sie haben das Recht zum Schweigen, Kunde. Schweigen alles, Sie! Was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Geh zur Polizei, sagst du. Ich hab auf K11 gekommen. Das Fahren habe ich gelernt von Alarm für Cobra 11. Anzeige ist raus. Meine Recherchen mache ich über Lenzen und Paten. Okay, meine Lieben, hau mal ab, oder? Bibi, er kommt nicht wieder jetzt die nächsten 11 Tage. Wird er dir nicht fehlen? Wie die nächsten 11 Tage nicht? Er hat das doch gerade gesagt. Hast du ja, das habe ich schon natürlich habe ich das verstanden und gehört. Wegen seiner Briefe. Und er wird dir nicht fehlen?
Natürlich. Nö, er hat ja andere Freunde, Herd. Ja, ja, ich würde ihm auch nicht fehlen. Ich würde mich auch verpissen. Unser Beppino. Beppo, lass uns nicht 11 Tage jetzt alleine. Ich brauch dich. Aber der wird auf jeden Fall kommen, man. Er wird doch nicht den ganzen Tag jetzt immer lernen. Ja, ich arbeite noch. Da muss ich mal das Zimmer renovieren. Ja, das mache ich, dafür will ich, dass ich auch morgen fertig habe. Ja. Wir bekommen wenigstens morgen noch. Dann haben wir Zeit, uns von jetzt verabschieden. Ich komme eher am Samstag zu dir. Egal, wo du bist. Ich komme dann zu dir. Ich finde dich, weil du so arbeitest. Sag, komm rein, sag ich, wo arbeitet der Spaß. Kann ich sofort wieder gehen. Nee, das ist eine sehr schlechte Aussage, weil wir haben mittlerweile, glaube ich, 11. Oh, ich gehe sie alle durch, bis ich zu dir komme. Nein, ich sag wobei, dir Bescheid, wenn ich komme. Wobei ich der Alpha bin, ich war der Erste. Naja, wenn du Knuff sehen willst, musst du schon hierher kommen. Ja. Gucken, das sein Geschenk kommt sowieso erst, glaube ich, Donnerstag oder so an. Dann gucken wir. Hast du den Urlaub jetzt irgendwann, oder? Urlaub ist erst im Februar. Hast du keinen Urlaub oder die Feiertage? Die Wintertage? Doch, ich hab ja für Weihnachten habe ich ja frei, für... Ja, das ist normal. Neujahr. Ja, es ist nicht wirklich normal. Also für meinen Beruf, wo ich jetzt haben möchte, gibt es das nicht. Als Polizist hast du nicht die Feiertage frei. Teilweise musst du arbeiten. Genauso wie die Leute im Gesundheitswesen, die müssen auch arbeiten. Aber wenn du arbeitest in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester, dann komme ich, dann gehen wir Mittagessen. Mit diesem Downy hier. Echt, also wie er sich vorhin aufgedacht hat, kannst froh sein, dass ich mich an ihn gefeuert habe. Nippo, wenn du wirklich Bulli wirst, dann musst du mich verhaften. Nimmst du deine Handschellen mit? Kann ich nicht, da musst du schon hier nach Luxemburg kommen. Ja, komm ich schon. Ah, dann kommt er. Um verhaftet zu werden. Verhaftet, ich steh drauf. Ich kann auch Handschellen kaufen, wenn du willst. Ja. Bei dir werde ich gefesselt am Bett, so bei ihm nicht. Der fesselt mich irgendwo anders. Was hast du denn lieber? Das, was ich mit dir mache oder was er mit dir macht? Du bist gefährlich. Ich? Du packst dir Feder aus. Du kitzelst mich. Weißt du doch gar nicht. Ihr schätzt mich alle falsch ein. Super sexy, dominante Frau mit Lackanzug. Die Domina mit Peitsche, mit Lackstiefeln. Gott. Wünschst du dir das, dass du das sagst, oder wie? Dafür guckt er ja Streams von anderen. Nein. So, jetzt wissen wir, Cyber will geschlagen werden. Nein. Ich schätze ihn so ein, er ist viel zu dominant im realen Leben. Menschen wie du, die brauchen sowas. Hand vor den Mund. Setz dich doch nicht näher an die Kamera und zeig uns deine Zähne, Mann. Jetzt dann schlaf. Blutet das noch? Ich muss jetzt Zähne putzen oder so. Ja, blutet das noch? Nein. Alles gut. So, meine lieben Schätze, ich gehe auch schlafen. Ich gehe auch schlafen nach diesem Match. Beppo, du kommst morgen bitte nochmal online. Ich muss mich daran gewöhnen. Ich muss die 5 Stufen der Verabschiedung mit dir in einem Abend machen. Die Depression, die Akzeptanz, die Zweifel. Nimm mir das nicht weg. Ja, okay, dann. Gute Nacht, lernen euch ein. Schlaft alle. Tschüss. Tschüss. Bleibt alle gesund. Wir hören uns dann alle morgen noch, Beppo. Jo. Okay. Bis morgen. Ciao, ciao. Bis morgen. Tschüss.